darf beginnen. Ich möchte Sie, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass die Veranstaltung heute zustande gekommen ist, dass sowohl Petra Pau als Vizepräsidentin des Bundestages und mit im innenpolitischen Ausschuss tätig für meine Fraktion Die Linke, dass sie dem Ruf nach Leipzig gefolgt ist, dass wir gleichzeitig mit Katharina König noch eine Vertreterin des Thüringer Landtages haben, in dem ebenfalls der Bundesausschuss arbeitet und sowohl Petra als auch Katharina arbeiten jeweils im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Daten, die im Laufe der 10 Jahre vorgefallen sind und deren Aufarbeitung betriebene Aufgabe sind. Und das ist auch fachkundig moderiert wird. Dazu gebe ich dann gleich ab an die Moderatorin. Mein Name selbst ist Barbara Hill. Ich bin Bundestagsabgeordnete der Linken, beschäftige mich im Bundestag vor allem mit Steuerpolitik und Gleichstellungspolitik und bin jetzt hier auch als Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin nominiert für die Linken. Und mir ist es einfach wichtig gewesen, auch im Rahmen dieses Wahlkampfes, dass wir eine solche Veranstaltung hier durchführen, denn die Erfahrung müssen wir alle in den letzten Jahren machen. Rassismus, Antisemitismus sind Themen, die uns in Leipzig sehr eng, also sehr nahe gehen, wo wir immer wieder gefordert sind. Das belegen nicht nur Studien, die ja vorgelegt wurden, unter anderem von Oliver Decker und Alma Greber, qualitativ sehr gut, der studierte die Mitte im Umbruch. Es haben konkrete Ereignisse innerhalb der letzten zwei, wenn nicht nur die letzten 2 Jahre Schauer, die in denen wir in Leipzig konfrontiert wurden. Es ist uns sicher allen in Erinnerung die Diskussion im Sommer vergangenen Jahres, nachdem ein Beschluss gefasst wurde, dass die Asylsuchenden in Leipzig nicht mehr zentral untergebracht werden sollen, sondern dezentral, das heißt endlich in einer menschenwürdigeren Art und Weise. Und die Vorschläge zur dezentralen Unterbringung führten also zu einem Aufbruch von wirklich rassistischen Vorurteilen aus der Mitte der Gesellschaft, die auf Bürgerforen offen vorgetragen wurden, wo wir auch erleben mussten, dass leider die Stadtspitze viel zu spät reagiert hat und dass dem erstmal freien Lauf gewährt wurde. Wir haben eine Situation politisch, dass in unserem Stadtrat ja auch 2 NPD-Abgeordnete sitzen. Die wurden gewählt, das muss man einerseits anerkennen, andererseits ist es notwendig, eben eine intensive Auseinandersetzung deshalb mit rechten Denken zu führen. Wir wissen, dass wir zwar mit dem Roten Stern in Leipzig einen ganz tollen Fußballclub haben, dass wir aber auch in der Nähe des Fußballs, insbesondere in der Nähe von Lok, immer noch Menschen haben, die Nazis, die der Gruppe Szenario Lok angehören, also dass die da immer noch aktiv sind und Fußball auch missbrauchen zum Transport ihres rassistischen Denkens. Wir haben das Nazizentrum in der Odermannstraße in Lindenau. Es ist gut, dass wir da regelmäßig auch gegen Öffentlichkeit schaffen. Trotzdem muss man sagen, es ist ein Zentrum, was leider nun über Jahre dort existiert und aus welchem heraus agiert wird und die Versuche, öffentlichen Raum zu erbringen, eben ungebrochen sind. Wir haben im Oktober 2010 den Mord an Kamel K. Ein Mord, der uns erschüttert hat und wo es bisher immer noch kein angemessenes Gedenken auch gibt an den Ermordeten, wo die Stadt noch nicht weitergekommen ist, außer zu einer Gründung einer Arbeitsgruppe, aber bisher ohne vorweisbare Ergebnisse. Und wir haben im Umfeld, auch von Leipzig, im Mai vergangenen Jahres in Oschatz, den Mord am wohnungslosen André K. Also Dinge nur aus den letzten 2 Jahren, die deutlich machen, wie präsent rechtes Denken auch in Leipzig ist und diese Auseinandersetzung, die wir wirklich täglich führen müssen. Ich muss sagen, über die Jahre bin ich trotz allem froh, dass wir in Leipzig eine aktive Gegenwehr bisher auch organisiert haben. Ich möchte da einfach die Möglichkeit nutzen, heute an der Stelle einfach auch mal einigen
zu nennen, einige Gruppen und Organisationen, die da sehr aktiv sind. Man kennt sich dann vielleicht so von der einen oder anderen Demo. Wir haben gemeinsam ja auch wirklich schon viel Zeit verbracht, sonderhafte Wochenenden, wo wir an den verschiedensten Stellen der Stadt einfach demonstriert haben, da waren, um zu verhindern, dass hier irgendwelche Demonstrationen losgehen. Ich möchte einfach nur nennen, den Initiativkreis Antirassismus, die Kampagne Rassismus tötet, Leipzig, Initiativkreis Menschenwürde, Chronik LE, die mittlerweile beendet ist, aber dann noch Kampagne Fans Off und viele weitere Gruppen und aktive Menschen. Dafür einfach mal ein Dankeschön, denn das ist Engagement, das ist einfach auch Lebenszeit und Engagement, der nicht irgendwo gedankt wird, sondern wo man das aus sich heraus macht und sagt, wir wollen das Grundgesetz, letztendlich treten wir dafür ein, dass das Grundgesetz Gültigkeit behält, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns eben jetzt nicht einfach auseinandersetzen und sagen, ja, es ist ja die drei Täter, zwei sind tot und eine sitzt und alles ist schön, sondern Zielstellung des NSU-Untersuchungsausschusses auf Bundes- und auf Landesebene hier näher beleuchten, denn ohne die Auseinandersetzung mit den Strukturen, die es auch ermöglicht hat, dass es so lange unaufgedeckt blieb, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um in die Zukunft gehen zu können und vor allem aber auch den Familien, den Angehörigen gegenüber kann man eigentlich nicht sagen, das muss Petra sagen, die das unmittelbar auch erlebt. Ich glaube, das kann man, was den Familien zugemutet wurde in den 10 Jahren und auch in dem letzten Jahr in der sogenannten Aufklärung und in dem Untersuchungsausschuss, ist eigentlich ohne Worte, aber ich freue mich, dass wir hier Worte finden werden, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Und in dem Sinne recht herzlichen Dank fürs Kommen. Ich muss mich gleichzeitig entschuldigen, dass ich nicht bis zum Ende der Veranstaltung bleiben kann, weil ich dann noch zu einer Podiumsdiskussion mit allen UBM-Kandidaten zur Wirtschaftspolitik muss. Aber das ist jetzt eben dann kurzfristig auch noch reingekommen und deshalb darf ich dir entschuldigen. Vielen Dank. Ich danke mal. Ich glaube, man kann mich gut verstehen, auch bis nach der Hälfte, auch wenn ich das Mikrofon nicht direkt für den Mund nehme. Okay. Ich wurde am Beginn der Veranstaltung gebeten, noch hier auf die Radierungen, die Ausstellung hinzuweisen, die jetzt hier hängt, die man sich auch im Anschluss noch angucken kann. Das sind Radierungen von Eva Gerding. Sie ist Meisterschülerin in der Klasse für Malerei von Professor Ingo Meller an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und dann würde ich doch in das Thema einsteigen wollen, also um den NSU. Das Terrortrio konnte über 10 Jahre unbehelligt Mord durchs Land ziehen. Das wissen eigentlich alle, das mediale Interesse daran oder an den Akten, an den Tätern, an dem Umfeld ist immer noch groß und auch ein Interesse an der Auseinandersetzung ist relativ groß, wie man auch an diesen zahlreichen Erscheinen sehen kann. Der Untertitel dieser Veranstaltung lautet: Das Problem heißt Rassismus. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht eine Antwort auf die Frage nach dem gesellschaftlichen Entstehungs- und Radikalisierungsursachen, die zu diesem NSU geführt haben, von denen man aber in der Auseinandersetzung, in der medialen und vielleicht auch in den Untersuchungsausschüssen erstmal gar nicht so viel mitbekommt. Und deshalb wird es am Anfang so sein, dass die beiden geladenen Gäste hier ein Eingangsstatement halten und wir dann auch relativ schnell in die Diskussion gerne übergehen würden, auch mit Ihnen sozusagen. Und es gab auf Bundesebene einen Entschließungsantrag, das war im November 2011, da stand drin, zu der vereinbarten Debatte zur Mordserie der Neonazi-Bande und die Arbeit der Sicherheitsbehörden. In dieser Debatte sollen alle Ursachen und Fehler behandelt und analysiert werden und demokratisches Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter soll gestärkt werden. Ich würde jetzt die beiden Referentinnen bitten, zum jeweiligen Stand, also die Untersuchungsausschüsse gibt es ja schon eine ganze Weile, zum jeweiligen Stand der unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene, wofür auf dem VV steht, und auf Thüringer Ebene, wofür Katharina König hier sitzt,
uns da mal auf den neuesten Stand zu bringen und auch vor dem Hintergrund der Frage, inwiefern die rassistischen Motive hier Aufmerksamkeit erhalten, die zu den NSU-Morden geführt haben. Und das natürlich auch, weil erstens wir wissen, dass in dem, was Frau Höll auch schon angesprochen hatte, dass in dem Opferumfeld massiv Ermittlungen stattgefunden haben. Und zweitens, dass man deshalb wahrscheinlich auch die Frage stellen muss, ob den Ermittlungsbehörden selbst, ob die selbst einem rassistischen Denken insofern aufgesessen waren oder das so gravierend war, dass sie deshalb den Blick nach rechts sich selbst durch ihr Denken verstellt haben. Genau, und da würde ich abgeben, vielleicht erstmal ja an Katharina. Oder sie kommt aus Jena und aus dem Herkunftsland des Terrortriebes. Naja, wie man es nimmt, vielleicht adelt eher, dass in den 90er Jahren ich nicht in diese Szene gekommen bin, wobei das höchstwahrscheinlich weniger mit mir als mit meinem sozialen Umfeld und meinen Eltern, Freunden und Bekannten zu tun hat. Bevor ich den aktuellen Stand Thüringer Untersuchungsausschuss übergebe, der ist nicht viel aktueller als das, was sowieso in den letzten Wochen, Monaten in Zeitungen zu lesen war oder auch in Presse zu sehen war, würde ich gern kurz einen Input geben, was bedeuten denn die 90er Jahre in Thüringen, und da aber auch gleichzeitig, das ist eigentlich nichts Spezifisches für Thüringen, sondern das lässt sich zumindest auf alle ostdeutschen Bundesländer fast 1:1 so übertragen. Für die westdeutschen Bundesländer kann ich das nicht so 100% einschätzen, aber ich halte es auch da nicht für ausgeschlossen. Damit vorweg also, das ist nichts Besonderes, dass Tschepe, Mundlos und Böhnhardt aus Jena kommen. Die hätten genauso gut, hätten sie auch von vornherein schon in Zwickau aufwachsen können, auch wenn Zwickau bis heute leugnet, damit irgendwas zu tun zu haben. Sie hätten aber genauso gut irgendwo in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder ja, eigentlich in jeder beliebigen anderen Kleinstadt in der Größe von 50.000 plus aufwachsen können und leben können. Warum das so ist, hat meines Erachtens zum einen was mit dem Pogrom, die in Rostock, Solingen, Mölln, Hoyerswerda stattgefunden haben, zu tun und insbesondere mit dem dadurch praktisch abgeschafften Grundrecht auf Asyl und ja, der Erkenntnis von Neonazis, dass sie, wenn sie nur entsprechende Radikalität, entsprechende Gewalt ausüben, auch ihre Ziele politisch umsetzen können, was ja letztendlich ja, so stattgefunden hat. Und dass sie vor allem, wenn sie das, was ein Großteil der Bevölkerung befürwortet, in ihre Aktionen umsetzen, damit auch wieder auf Anklang in der Bevölkerung stoßen. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem Mundlos, Böhnhardt, Tschepe Anfang der 90er Jahre in Jena groß werden. Und zwar nicht nur groß werden im Alterssinne, sondern vor allem groß werden in der Neonazi-Szene. Die Neonazi-Szene in Jena gibt es schon in den 80er Jahren, also es ist nichts, was erst nach der Wende oder nach der friedlichen Revolution, im Widerspruch in sich, stattgefunden hat, sondern Mundlos zumindest, über den ist bekannt, dass er ab spätestens 88 aktiv war in der rechten Szene in Jena. Was auf dem Bild hier im Hintergrund zu sehen ist, ist eine der Kreuzverbrennungen, die ab 93, 94 in Thüringen und in, später auch in Sachsen stattgefunden haben. Klassischerweise denkt man da an den Ku Klux Klan, allerdings hat das hier sehr wenig mit dem Ku Klux Klan zu tun, zumindest ist es keine organisierte Ku Klux Klan-Kreuzverbrennung. Es ist zwar eine Übereinstimmung mit der Ideologie des Ku Klux Klan, also rassistisch motiviert, aber ohne die Kutten dazu und ohne diese Gruppierung, die sich später dann um Piato Achim Schmid gegründet hat und ja auch von der Polizei zumindest in Teilen mit unterlaufen oder forciert wurde. Das Spannende bei dieser Kreuzverbrennung ist, dass Teilnehmer neben Böhnhardt und Tschepe, Mundlos ist nicht dabei, und weiteren ca. 20 Neonazis, unter anderem auch der, jetzt weiß ich nicht, worum das hier geht, unter anderem auch der damalige Leiter eines Jugendzentrums in Jena ist. Das ist das klassische Bild für die akzeptierende Jugend und Jugendsozialarbeit in den 90er Jahren. Das haben sehr viele falsch verstanden, wie die umzusetzen ist und wie die anzuwenden ist. Verstanden wurde es in Jena so, man stellt den Neonazis Räumlichkeiten zur Verfügung, man setzt ihnen weder Grenzen noch findet eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Man bietet ihnen die Möglichkeit, sowohl einen Bandproberaum zu nutzen, als dann auch Konzerte dort stattfinden zu lassen und Partys.
Eine dieser Partys ist oben im Bild zu sehen. Das ist halt die Geburtstagsparty von Ralf Wohlleben und zwei weiteren Nazis mit ganz klarem Ausschluss von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit muslimischem Glauben. Und das Ganze findet vollkommen normal, legitimiert und ohne Hinterfragen in einem kommunalen Jugendzentrum in Jena statt. Wer sich da auch mit engagiert, dort einen Proberaum hat und eben auch Konzerte stattfinden lässt, ist die Nazi-Band Vergeltung. Das ist in den 90er, also Mitte der 90er Jahre, eine der bekanntesten Thüringer Nazi-Bands, die auch durch Deutschland zum Teil tourt und mehrere Auftritte hat. Das Ganze wird seitens der Stadtverwaltung legitimiert. Das ist ja auch Anlaufpunkte, Räumlichkeiten für Rechtsgesinnte, Rechtsorientierte bräuchte und dass eben nicht nur die Linken solche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Was im Winzerclub spannend ist, jetzt vor allem in der Nachbetrachtung, A, die Mitarbeiter von damals arbeiten heute weiter dort, B, die Mitarbeiter von damals sind der Überzeugung, dass sie damals nichts falsch gemacht haben, sondern eben das Konzept akzeptierende Jugendarbeit 1:1 umgesetzt haben und demzufolge sehr viel haben durchgehen lassen, um nicht zu sagen alles. Was sie nicht haben durchgehen lassen, war dann der Einbruch, den Schäpe und Mundlos begangen haben, als dann der Alkohol und die Zigaretten der Sozialarbeiter aus dem Tresor gestohlen wurde, war es auch den Sozialarbeitern dann zu viel und daraufhin gab es Hausverbot. Das ist jetzt nichts Thüringen-spezifisches, das gibt es zumindest in einer ähnlichen Form in Johanngeorgenstadt in Sachsen oder gab es in einem AWO-Jugendzentrum, wo versucht wurde, gleichzeitig mit beiden politischen Gruppierungen zu arbeiten und wo dann Hitlergrüße von Neonazis ignoriert wurden und das Ganze dann verharmlost wurde mit der Aussage, dass ja die Linken kiffen würden und dann könnten ja die Neonazis auch rumhitlern oder abhitlern. Das Problematische daran ist, dass sich aus dieser Szene, die plötzlich eine Räumlichkeit und Struktur zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann eben auch eine Gruppe entwickelt, die nicht mehr in Anführungszeichen nur gewalttätig durch die Straßen zieht. Das war normal 95, 96, 97, dass es nachts Übergriffe gegeben hat durch Neonazis, anfangs normal, nur sozusagen zu Fuß. Später dann regelrechte Jagden mit Autos, Baseballschlägern, ganz klassisch, wie man das mittlerweile, glaube ich, auch ein Stück mehr kennt in der normalen Gesellschaft. Was damit entsteht, ist die Anti-Antifa. Anti-Antifa ist auch nichts Spezifisches für Thüringen. Das gibt es in allen ostdeutschen Bundesländern und das gibt es nur unter anderem Namen in einer ähnlichen Form bis heute. Und das stellt sozusagen den Beginn der Politisierung der Neonazis dar, die dann ganz klar auch versuchen, junge Leute, die noch nicht ideologisch gefestigt sind, mit einzubeziehen. Und daraus hervorgeht dann schlussendlich der Thüringer Heimatschutz, der sozusagen das politische Sammelbecken für Mundlos, Böhnhardt und Schäpe darstellt, mit seinen Sektionen, die er in unterschiedlichen Städten in Thüringen hatte und da wieder unterschiedlichen Führungspersonen und ja, die zumindest bis 2000 und ist halt die große Frage, inwieweit darüber hinaus die drei im Untergrund mit unterstützt haben. Da gelten übrigens Mundlos und Böhnhardt als Führungspersonen des THS, der Sektion des THS Jena. Und jetzt wieder zurück vielleicht ein Stück weit auf die Frage, die Jenny gestellt hatte, inwieweit in den 90ern dieser Rassismus spürbar war. War er A, anhand eben von der Ausgrenzung von Asylbewerbern, die in einer ähnlichen Form wie bis heute stattgefunden hat, in Unterkünften, die im Wald kilometerweit entfernt von jeglicher Zivilisation, oftmals in alten russischen Kasernen stattgefunden hat, ohne die Möglichkeit, Sprache zu lernen, ohne die Möglichkeit, Kontakt zu haben. Das ist für mich zumindest eine ganz klassische Form. Zum Zweiten ist für mich eines der Hauptprobleme bis heute, dass es in Ostdeutschland überhaupt nicht zur Normalität gehört, mit Menschen mit Migrationshintergrund umzugehen. Während in den alten Bundesländern sich die Durchschnittsquote von Menschen mit Migrationshintergrund bei zwischen 10-20% bewegt, ist es in den neuen Bundesländern 2-5%. Und da ist natürlich Normalität in Anführungszeichen nur dann erfahrbar, wenn man eben zum Dönerstand geht, wenn man zum Chinesenessen geht oder irgend sowas in der Richtung. Und
einfach mit Menschen ganz normalen Kontakt zu haben, die aus anderen Ländern kommen, ist zumindest in Ostdeutschland keine Normalität. Und ich bin der Meinung, dass das einer der Hauptpunkte ist, der geändert werden müsste. Und im Zweifelsfall mit Subventionsentzug, das funktioniert ja sonst auch immer, dass sozusagen die ostdeutschen Bundesländer verpflichtet werden, ihre Prozent an Quote von Migranten und Migrantinnen nach oben zu steigern, um das auch für Ostdeutsche zur Normalität werden zu lassen, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe und anderen Kultur neben und mit ihnen leben. Zum Zweiten kommt dazu, man sieht es ja ganz klein hier im Plakat, dieses, kann man das lesen? TAS, Nazis für alte Grenzen, Deutschland und dann National, das kann ich jetzt selber gerade nicht lesen, Nationalstaat statt Nationalverrat. Deutschland ist uns so wichtig, als es deutschfeindlichen Politikern zu überlassen. Deutschfeindliche Politiker in den 90er, Mitte der 90er Jahre, also dieses Plakat stammt aus 97, meint natürlich alle, die sich sozusagen für eine Gesellschaft einsetzen, die offen ist, in der Migranten möglichst viele, wenn nicht sogar gleiche Rechte haben, die versuchen, eine Normalität herzustellen zwischen Deutschen und, also Weißen, per Blut Ideologie deutschen Passinhabern und Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Der THS baut sozusagen auf dem auf, was seit 92 spätestens in der deutschen Gesellschaft verwurzelt ist, was mit der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl dann eben auch umgesetzt wurde, nämlich möglichst wenig Menschen aus anderen Ländern hier zu haben. Und der Thüringer Heimatschutz baut wie andere Neonazi-Gruppen das Ganze aus zu einem Großdeutschland, zur Vorstellung eines Großdeutschen Reiches. Und davon ausgehend, auch basierend auf der Ideologie, finden dann eben auch die Morde statt. Ein Problem ist, dass sie da sowohl in Jena, aber dann letztendlich bundesweit viel zu wenig Widerspruch aus der Gesellschaft heraus erfahren haben und damit von vornherein höchstwahrscheinlich der Überzeugung waren, dass die Gesellschaft den Resonanzboden bildet für ihre Taten durch ihr rassistisches Verhalten, ihre rassistischen Einstellungen. Und daran hat sich bis heute wenig geändert. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz auf die Frage eingehen, inwiefern setzen sich die Untersuchungsausschüsse eigentlich mit den Problemen Rassismus auseinander? Also was ist da deine Erfahrung und was ist da deine Hoffnung oder was kann Untersuchungsausschuss eigentlich leisten? Also ich kann da ja nur für den Thüringer Untersuchungsausschuss sprechen und der setzt sich so gut wie gar nicht damit auseinander. Das spielt keine Rolle. Also es spielt dann eine Rolle, wenn es Übergriffe gegeben hat des Thüringer Heimatschutzes auf Menschen mit Migrationshintergrund. Ansonsten nicht. Es hat auch eine Rolle gespielt, als der ehemalige Innenminister Richard Davis, linke SPD, im Untersuchungsausschuss von Negern sprach. Da hat es dann auch eine Rolle gespielt. Aber ansonsten spielt das nirgendwo eine Rolle. Dann würde ich jetzt erstmal Frau Paul das Wort übergeben. Versuche es mal, kleinen Moment. Ich muss mal probieren, ob das mit meiner Sprechhilfe jetzt hier funktioniert. Bin ich hinten zu hören? Ja, sehr schön. Ich versuche es mal in drei Punkten. Einmal schließe ich mich noch mal kurz an Katharina König an und sage ganz deutlich, und das bringen uns nicht nur die Untersuchung im Untersuchungsausschuss oder die Beschäftigung mit diesem Thema auch über die Untersuchungen hinaus noch mal ganz deutlich, es ist kein ostdeutsches Problem, auch wenn der Thüringer Heimatschutz und später der sogenannte NSU ihren Kristallisationspunkt in Thüringen hatten. Wir haben das Gleiche, oder beziehungsweise die Bezüge in Bayern, das zeigen auch die Untersuchungen. Wir haben das Ganze in Baden-Württemberg, wo eine ganze Truppen von Polizisten und Verfassungsschützern im Ku Klux Klan mit unterwegs waren, also Beamte, auch heute noch im Staatsdienst stehende Beamte des Bundeslandes Baden-Württemberg. Und wir müssen uns nochmal klar machen, 1992, auf dem Höhepunkt der Asyldebatte, brannte täglich in der Bundesrepublik, und das eben nicht nur im Osten, so schlimm das alles in Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda und wo auch immer war, täglich eine Wohnung oder eine Asylunterkunft. Und die Neonazis, auch diese jungen Menschen, die in dieser Zeit sozialisiert wurden, in Thüringen und anderswo, erlebten eine Kultur oder Unkultur der Straf- und Folgenlosigkeit.
dieser Übergriffe. Sie mussten sich regelrecht ja bestätigt fühlen, auch durch die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Zum Schluss wurde auch noch entsprechend ihren Wünschen das Grundgesetz entsprechend geändert, de facto das Recht auf Asyl abgeschafft. Parallel, und damit komme ich dann mal zum Bundestagsuntersuchungsausschuss, wir haben vor den eigentlichen Zeugenvernehmungen und Beweisaufnahmen zwei Expertenanhörungen gemacht. Eine befasste sich dann tatsächlich mit der Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik seit den 1990er Jahren. Andrea Röpke, eine Journalistin, die manch einem hier im Raum sicherlich auch bekannt ist, mit auch ihren einschlägigen Werken, stellte die Entwicklung des Rechtsextremismus und der rassistischen auf Übergriffe seit 1990 und zum Teil davor in der Bundesrepublik alt, wie auch in der Bundesrepublik nach dem 3. Oktober 1990 vor. Auch die Strategiedebatten, und die ja nicht folgenlos blieben, und um das internationale Nazi-Netzwerk Combat Etin, um das Blood and Honor-Netzwerk, die Debatten um den sogenannten führerlosen Widerstand, wo es darum ging, eben tatsächlich Terrorgruppenzellen zu bilden, sich zu bewaffnen und gegen alles Deutschenfeindliche, wie es Katharina König eben schon zitiert hat, vorzugehen, was einerseits Ausländer sind, andererseits aber auch Vertreter demokratischer Parteien, Repräsentanten des Staates, Polizisten, Staatsanwälte, Journalisten mit Blick auf die Nazis, und dass das Ganze nicht nur theoretisch stattfand in Internetforen oder nach dem Konzert am Wochenende, konnte auch jeder erkennen. Beispielsweise nach dem Attentat des Kai Diesner 1997 in Berlin auf den linken Buchhändler Klaus Baltruschat. Auf der Flucht erschoss er dann noch Stefan Drage, einen Polizisten in Schleswig-Holstein. All dies stellt Andrea Röpke in dieser Untersuchungsausschussanhörung dar. Der erste, der sich danach zu Wort meldete, war mein Kollege Clemens Winninger, der Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Untersuchungsausschuss. Und er diktierte den Stenografen etwas ins Protokoll, was er im Moment in fast jeder Untersuchungsausschusssitzung wiederholt. Das finde ich ganz wichtig. Eine solche profunde Einschätzung der gesellschaftlichen Situation in der Bundesrepublik und der Gefahren, auch der tödlichen Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen, hätte er sich aus dem Munde eines Vertreters der Sicherheitsbehörden nur einmal in all den Jahren gewünscht. Das meint er tatsächlich ehrlich. In diesem Untersuchungsausschuss passiert etwas, was ich im Bundestag noch nicht erlebt habe, wo ich allerdings auch nicht weiß, inwieweit wir über den Bundestagswahlkampf und die notwendigen Konsequenzen in dieser Einmütigkeit bleiben. Dieser Ausschuss wurde einstimmig und einmütig eingesetzt, und wir haben bisher sämtliche Beweisbeschlüsse, sämtliche Zeugenladungen ohne Ansehen der Herkunft der Zeugen, das sind ja auch schon ein paar amtierende oder nicht mehr amtierende Innenminister von CSU bis SPD dabei gewesen, einstimmig. Und in diesem Untersuchungsausschuss, das ist dann die Antwort auf die Nachfrage, werden die Zeugen sehr wohl mit dem Thema Rassismus in dieser Gesellschaft beziehungsweise auch mit den Konzepten der Neonazis konfrontiert. Also in der Folge dieser Anhörung, aber natürlich auch der Beweiserhebung, haben wir nicht nur Innenminister, sondern auch Polizisten, Staatsanwälte, Vertreter der Nachrichtendienste genau mit diesen Strategien, Combat Etin, führerloser Widerstand, aber auch mit der Statistik der Waffen- und Sprengstoffdiebstähle und Funde bei Neonazis seit Mitte der 1990er Jahre bis heute konfrontiert. Und der Situation, dass bis heute in den Berichten der Ämter für Verfassungsschutz, aber auch in den Einschätzungen der Innenministerien, man auch nach der Feststellung von Hunderten von Waffen, von vielen, vielen Kilogramm Sprengstoff bei Neonazis, dann immer wieder zu der Einschätzung kommt, von diesen Nazis, die Waffen und Sprengstoff horten, die sich in der Bundeswehr an der Waffe für den Kampf, für den Sturz des Systems ausbilden lassen, die zu diesem Zwecke auch ins Ausland, ob nach Südafrika oder in osteuropäische Staaten reisen, zu Schießübungen, von denen geht keine Gefahr aus, weil sie haben nicht vor, all diese Waffen und diesen Sprengstoff irgendwann einmal einzusetzen. Ein derzeitig aktiver Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der auch schon mal Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, Herr Fritsche, den wir als Zeugen hatten, erklärte uns noch in dieser Untersuchungsausschusssitzung, als mein CDU-Kollege Winninger und ich ihn
ihn danach fragten, was er denn eigentlich meinte in seinen unterschiedlichen Verwendungen, wenn er Kenntnis von diesen Entwicklungen bekommen hat, auch von den rassistischen Debatten, von dem, was im Liedtext, Katharina König hat sie dargestellt, an Aufforderungen zu Mord und Totschlag dort verbreitet wurde, was er eigentlich dachte, was die Nazis vorhaben. Er hat die Stirn tatsächlich in diesem Ausschuss zum Protokoll zu geben, weil der Nazi ist nun mal waffenaffin und sammelt auch Waffen. Und wir sind nie auf die Idee gekommen, dass von denen tatsächlich eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht. Das zur Beschreibung. Das Thema, das Problem ist Rassismus. Das ist tatsächlich so, das ist sehr auffällig. Wir hatten im Herbst 2012 das Gedenken an Rostock-Lichtenhagen, an Mölln, an die Pogrome aus den 1990er Jahren. Und es war sehr auffällig, dass bei den parallel dazu laufenden Feierlichkeiten zu viel zu späten, aber immerhin stattfindenden Einweihungen, zum Beispiel des Denkmals für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma in Berlin, niemand das Wort Rassismus in den Mund nahm, aber auch nicht in die staatlichen Stellen rund um dieses Gedenken. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Ich habe am 8. November 2012 in der Plenardebatte aus Anlass ein Jahr Auffliegen der NSU-Mord- und Raubserie gesagt, ich unterstelle keinem Beamten, der da ermittelt hat, er sei Rassist. Aber die einseitigen Ermittlungen hatten rassistische Züge. Ich könnte dafür jetzt hier viele Beispiele nennen, dass die Polizei in Bayern beispielsweise, in Nürnberg und in München einen eigenen Dönerimbiss eröffnet hat und diesen betrieben hat und ein Leitner Oberstaatsanwalt diese Ermittlungsmaßnahme über ein Jahr lang immer wieder genehmigt hat, um den Mördern auf die Spur zu kommen. Also man denkt sich mal, was für ein Bild so ein Polizist da im Kopf haben muss, aber auch dieser Staatsanwalt, der das genehmigt, wenn Gewerbetreibende mit türkischen oder griechischen Wurzeln regelrecht hingerichtet werden, übrigens nur einer, der einen Dönerimbiss betrieben hat, in Rostock, andere waren Blumenhändler, Schneider, Lebensmittelhändler oder betrieben einen Schlüsseldienst oder ein Internetcafé, aber die Polizei errichtet erstmal einen Dönerimbiss und hofft, dass jetzt der Killer, wenn der Imbissbetreiber seine Rechnung nicht bezahlt, demnächst vorbeikommt und sie ihn dann in irgendeiner Weise stellen können. Oder aber im Mordfall Michelle Kiesewetter, die Polizistin, die in Heilbronn erschossen wurde, wurde europaweit nach Zigeunern, also Sinti und Roma, gefahndet, aus einem einfachen Grund. In Heilbronn leben seit Jahrhunderten deutsche Sinti-Familien, also nicht, wie man das dann in den Ermittlungsakten lesen kann, fahrendes Volk, was ja auch schon diskriminiert ist, sondern dort ansässige Familien. Und auf dem Rummelplatz am Rande des Tatortes waren zwei Schausteller, die der Minderheit angehörten. Das nahm die Polizei zum Anlass, europaweit sich die mit den dort angesiedelten Sinti-Familien, Verwandten, Familien unter die Lupe zu nehmen und außerdem alle einsitzenden Angehörigen der Minderheit, aus welchem Grund auch immer sie in der Bundesrepublik, in welchem Gefängnis auch eingesessen haben, nach dem Mord an Michelle Kiesewetter zu überprüfen oder zu befragen, inwieweit sie denn Hinweise zur Aufklärung dieses Mordes leisten konnten. Dritter Punkt, die Angehörigen, aber das geht durch die Presse und das erleben wir ja auch bei den hier zitierten Fällen von rassistisch motivierten Gewaltübergriffen oder auch dem Mord hier am Leipziger Hauptbahnhof, rückten immer wieder die Angehörigen in den Fokus der Ermittlungen und ich lese in jedem Ermittlungsprotokoll, dass man nach milieubedingter organisierter Kriminalität als Tatmotiv für den Mord an den Gewerbetreibenden gesucht hat. Wie will man das anders nennen als rassistisch, was dort an Grundannahmen stattgefunden hat, während eben ein rassistisches Motiv oder ein rechtsextrem, wie auch immer gefärbtes Motiv, nur einen ganz kurzen Zeitraum und erst nach sehr langer Zeit überhaupt einmal in den Fokus der Ermittlungen rückte. Dritter Punkt, damit lasse ich es dann auch erstmal, damit wir dann noch zu Nachfragen und anderen Dingen kommen. Dieser Untersuchungsausschuss im Bundestag hat inzwischen 47 Mal getagt. Wir haben die Hälfte der Sitzung öffentlich mit Zeugenvernehmungen und entsprechenden Beweisaufnahmen.
Es ist übersichtlich, im Untersuchungsausschuss muss bis Ende Mai diesen Jahres zu einem Abschlussbericht kommen, da im September diesen Jahres Bundestagswahlen stattfinden und damit auch der Untersuchungsausschuss zu einem Abschluss kommen muss. Wir haben uns fest vorgenommen in diesem Ausschuss, unter wirklich Zurückstellung jeglicher parteipolitischer Rangeleien. Ich habe vorhin eine Einschränkung für den gesamten Bundestag getroffen, die gilt wie gesagt nicht für diesen Ausschuss, erstens einen Abschlussbericht zu erstellen und möglichst viel an übereinstimmenden Schlussfolgerungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Mein Fokus liegt da nicht so sehr auf der Erneuerung oder Veränderung der Sicherheitsarchitektur, das ist im Moment so ein bisschen in der öffentlichen Debatte, von wegen, wie geht es weiter mit dem Verfassungsschutz, braucht man noch eine zentrale Datei oder dies und das, das wollen wir sicherlich nachher auch noch vertiefen, sondern, und das funktioniert im Ausschuss im Moment auch recht gut, wenn es um Schlussfolgerungen geht, jedenfalls besser als das, was ich aus manchem Bundesland höre, eher auf der Präventionsarchitektur. Damit meine ich nicht nur, wo wir sicherlich hier in diesem Raum sehr schnell einig sind, wenn es darum geht, Projekte vom Topf des Bundesfamilienministeriums wegzubekommen und die unsägliche Extremismusklausel, der alle, die sich im Alltag für Demokratie engagieren und gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter unterliegen, sondern an ganz anderen Stellen. Das hat uns übrigens Barbara John, die Ombudsfrau für die Opfer, Familien schon in ihrer Anhörung in einer der ersten Sitzungen mit auf den Weg gegeben. Nämlich die Sensibilisierung für Rassismus und Rechtsextremismus, zum Beispiel in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten, in der Ausbildung von Juristen. Es ist ja nicht zu glauben, dass wir auch bei der Zeugenvernehmung der leitende Staatsanwalt aus Heilbronn, dem ich das mit den europaweiten Ermittlungen gegen Sinti und Roma dort vorgehalten habe, dem ich Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit vorgehalten habe, wo aus den Pressekonferenzen der Polizei berichtet wurde, man würde im Zigeunermilieu ermitteln und der Oberstaatsanwalt hätte das auch entsprechend angeordnet, mir im Jahr 2012 noch sagte, ihm war damals nichts aufgefallen, dass das diskriminierend oder die öffentliche Debatte, den öffentlichen Fokus nur in eine einseitige Richtung lenken würde. Das heißt, hier müssen Schlussfolgerungen schon in der Ausbildung, aber auch in der Weiterbildung, aber auch im Controlling gezogen werden. Das gilt für Juristen genauso wie im Übrigen auch für Journalisten und Journalisten, wie man mit diesen Dingen umgeht, beziehungsweise auch was eine gewisse Selbstkontrolle und Reflexion der Berichterstattung betrifft. Aber es wird auch um Folgen gehen, natürlich zum Thema wie werden Gesetze, die es gibt, einerseits angewandt und haben wir gesetzgeberischen Bedarf? Ich persönlich bin keine Anhängerin von neuen Gesetzen, bis auf eine einzige Ausnahme. Ich finde, wir sollten in den Ländern und im Bund etwas tun, was Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre in Großbritannien in Gesetzesform nach einer Serie auch von rassistisch motivierten Übergriffen und Morden geschehen ist, übrigens genau nach dem Konzept, sowohl was Konvertitin und Sprengstoffanschläge, Ohrbombenanschläge betrifft, aber auch des führerlosen Widerstandes, dass nämlich hier von Amts wegen bei Kapitalverbrechen gegen Menschen mit ausländischen Wurzeln von Amts wegen ein rassistisches Motiv bei den Ermittlungen zu unterstellen ist und zu prüfen ist. Also das berühmte, wir ermitteln in alle Richtungen, hier gesetzlich nochmal festgeschrieben wird, verpflichtend, für diejenigen, die an der Stelle ermitteln, da sie es offensichtlich alleine nicht erkennen, wie wir jetzt schon aus den Untersuchungen auch im Untersuchungsausschuss erkennen können. Vielleicht so diese drei Punkte. Sie merken schon, ich könnte jetzt hier ganz, ganz viele Geschichten aus den Untersuchungen, aber auch aus dem, was wir ringsherum zu diesen Themen erfahren, beitragen, aber sollten ja auch miteinander ins Gespräch kommen. Genau, und das wäre auch das Stichwort. Erstmal vielen Dank an die Referentinnen. Jetzt gibt es, also ab jetzt gibt es sozusagen die Möglichkeit, auch aus dem Publikum Fragen zu stellen oder Diskussionsbeiträge beizusteuern. Ich kann mal ganz kurz reagieren auf das, was Petra Pau gesagt hat, und zwar dieses Zitat vom CDU-Obmann Binninger, dass er sich gewünscht hätte, dieser Gesellschaftsanalyse und die tödliche Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgeht,
von einem Vertreter der Sicherheitsbehörden zu hören. Ich frage mich manchmal, was es noch braucht. Es ist ja nicht so, dass es rassistische Morde erst seit NSU gegeben hat. Es ist ja nicht so, dass die 10 Morde die ersten Morde sind. Und ich finde es bei allem Zugeständnis für einen CDU-Obmann, finde ich es ein bisschen schwierig, dass er nach 170 Morden, die von Neonazis begangen wurden, die rassistisch motiviert waren oder aufgrund ihrer Ideologie motiviert waren, sagt, ich hätte da mal gerne einen Hinweis gehabt. Also wie ignorant das hat denn in diese Gesellschaft rein? Das hat im Februar 2012 nach dieser ersten Anhörung gesagt. Jetzt erklärte so besagten Staatssekretär Fritsche neben anderen Zeugen ganz deutlich, dass er in diesem Untersuchungsausschuss tatsächlich viel gelernt hat und seine Scheuklappen abgelegt hat. Insofern Gerechtigkeit so etwa da schon walten lassen. Das Problem ist, dass das nichts daran ändert, dass er nämlich meinen Kollegen Friedrich, dem derzeitigen Innenminister, CSU, wie auch bei den Länderinnenministern, das gilt übrigens sowohl für CDU-Länderinnenminister wie für SPD-Länderinnenminister, um das auch gleich zu sagen, offensichtlich da keinerlei Gehör findet. Ich habe gerade über Weihnachten gelesen, dass er sich in der Heilbronner Stimme beispielsweise geäußert hat zu einem Jahr NSU-Ermittlungen und zu nicht nur Versäumnissen, sondern eklatanten Fehleinschätzungen der Sicherheitsbehörden und gefordert hat, eine tatsächlich tabulose Aufarbeitung in allen Bundesländern, übrigens auch in seinem Heimatbundesland Baden-Württemberg, wo nicht eher nur der Ku Klux Klan fröhliche Urstände feierte und von Verfassungsschutz noch mit Telefonen ausgerüstet wurde, damit sie sich den G10-Maßnahmen, also den Telefonabhörmaßnahmen des BKA, entziehen konnten, sondern in allen Bundesländern sehr viel Beschuss geraten ist. Das ist das Grundproblem, dass solange diese Mordserie als eine Ausnahme in einer ansonsten heilen Bundesrepublik angesehen wird und auch öffentlich an vielen Stellen dargestellt wird, dass wir da, das ist ja völlig recht, keinen Schritt weiterkommen. Das ist etwas, was wir in jeder Zeugenvernehmung feststellen, was wir aber auch feststellen in den Debatten, wenn wir auch außerhalb unterwegs sind, dass kaum präsent ist, dass bevor der NSU sein erstes Opfer in Nürnberg gefunden hat, beziehungsweise hingerichtet hat, schon über 100 Menschen durch Nazis seit 1990 ermordet wurden und dass die derzeitige Bundesregierung, wie auch fast alle Landesregierungen, übrigens wieder egal, welcher politischen Farbenlehre gehorchend, bis heute nicht bereit sind, genau diese Morde, die von engagierten Journalistinnen und Journalisteninitiativen, zum Beispiel der Antonio Amadeo Stiftung, sauber recherchiert wurden, dokumentiert wurden, neu zu untersuchen und die offizielle Statistik entsprechend zu korrigieren. Sondern nach dem Auffliegen der NSU-Mordserie hat die Bundesregierung genau diese 10 Morde zu ihrer offiziellen Statistik noch hinzugefügt, so dass wir jetzt bei 58 durch die Bundesregierung anerkannten Morden aus rechtsextremer oder rassistischer Motivation seit 1990 in der offiziellen Statistik sind. Ich sage das auch deshalb, nicht weil ich Statistik-Fan bin, aber wenn der Befund nicht stimmt, dann können natürlich auch die Gegenrezepte, deswegen der Untertitel auch der heutigen Veranstaltung, das Problem ist Rassismus, natürlich nicht funktionieren, wenn man annimmt, dass das eigentlich kein auch heute existierendes Problem ist. Und deshalb habe ich vorhin das Thema Rassismus und dass dieses Wort gemieden wird, auch heute in der öffentlichen Debatte nochmal deutlich aufgerufen. Ich habe in dieser Bundestagsdebatte nicht nur über rassistische Züge der Ermittlungen gesprochen, sondern ich habe deutlich gesagt, wer ernsthaft über Integration sprechen will, muss endlich auch über diesen Rassismus in Deutschland reden, sonst gedeihen jetzt im Schatten dieses Schreibens die nächsten NSU-Banden, so sie nicht sowieso unterwegs sind. Gleichzeitig wird aber eine neue Asyldebatte im Moment vom Zaune gebrochen, vom Bundesinnenminister, vom Landesinnenminister, wieder gegenüber den Roma insbesondere aus Osteuropa mit all den Folgen, die wir schon haben. Also ich habe mich heute hier in Leipzig umgehört. Paul hat es ja vorhin schon zitiert, die Initiativen rund um gegen die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, von Asylbewerbern. Ich habe in Berlin dasselbe Problem. Wir haben einen verstärkten Zuzug im Moment von nicht nur Flüchtlingen, sondern EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, die der Minderheit angehören. Und wir haben gleichzeitig Bürgerinitiativen in den Westbezirken Berlins und im Umland Brandenburgs, oftmals von CDU
Ortsverbänden mit angeführt und geschweißt, wo also ganz offen gegen diese Menschen gehetzt wird, wo ganz offen NPD-Vertreter, Vertreter der freien Szene, auch der Neonazis das Wort bekommen, um vor der nächsten Asylschwemme zu warnen und eine Anleitung zu geben, wie man diese Menschen außer Landes schafft, beziehungsweise wie man sie zur Ausreise motiviert. Was also ganz deutlich heißt, wie man sie bedroht, damit sie freiwillig gehen. Ich denke, das ist die Dimension, über die wir auch mit diesen Ausschüssen reden. Allerdings nicht nur, weil die Zeit begrenzt ist, sondern weil die Untersuchungsaufträge natürlich auch begrenzt sind, dürfen wir das nicht den Untersuchungsausschüssen in den Ländern, noch dazu, wir haben sie nicht mal in allen Bundesländern, wo wir welche brauchen würden, und im Bundestag überlassen, sondern ich denke, das ist eine Querschnittsaufgabe, die wir quer durch alle Politikfelder verfolgen müssen. Insofern bin ich übrigens ganz froh, dass wir heute hier so viele sind. Ja, ich wollte nur kurz nochmal die Ereignisse im Zeitrahmen stellen. Also 2011 ist ja auch normal im September die erste Lesung des Bundeshaushaltes für 2012 gewesen. Und möchte nur nochmal in Erinnerung rufen, dass genau mit diesem Bundeshaushalt die Mittel für Initiativen gestrichen werden sollten, die sich einsetzen in Auseinandersetzung, nichts mit Rechtsextremismus, das ist ja alles unter dem Label Extremismusklausel. Und als am 4.11. dann die Ereignisse waren und wir kurz 14 Tage später die zweite, dritte Lesung des Haushaltes hatten, dann war das wenigstens eine Reaktion, das muss man sich mal überlegen, es wurde als völlig selbstverständlich hingenommen und von der Regierung, von den Regierungsfraktionen auch so getragen, dass man also ganz locker die Mittel für die Arbeit gegen Rechtsextremismus einfach mal halbieren kann, dass das überhaupt nichts macht, man braucht das nicht. Und das war ein unmittelbares Ergebnis erstmal, dass zumindest der alte Haushaltsansatz des Jahres 2011 weitergeführt wurde. Und da wird es ja dann ganz praktisch. Da wird es dann ganz irdisch, wenn die Mittel dann auf einmal weggestrichen werden, dass ja dann viele Initiativen nicht mehr arbeiten können. Und ich muss sagen, also selbst Petra nannte ja eben auch das Beispiel des Buchhändlers in Marzahn. Er hat, das war 1997, hat er also wirklich ja auch richtig körperlichen Schaden erlitten. Also ich meine, er hat überlebt, aber hat einen Arm verloren. Er ist eben raus, er kriegt keine Entschädigung, nichts. Und das muss man sich auch mal überlegen. Und durch die Nicht-Anerkennung dessen, was alles durch rechtsextreme Gewalt verursacht wird, dass damit das erste Mal mit den NSU-Ereignissen, das erste Mal überhaupt die Frage der Behandlung der Opfer in einer wirklich realistischen Art überhaupt erstmal gestellt wurde. Und dann natürlich die Frage der Entschädigung, zumindest einer gewissen Entschädigung materiellen Wiedergutmachung gestellt wurde, aber es ist eben nicht, ja, es ist eben alles völlig unzureichend und das wollte ich in dem Sinne wirklich bloß noch mal darauf hinweisen, dass man das eigentlich ein Beleg für mich ist, also wie selbstverständlich das also in weiten Kreisen der Politik gesehen wird, in weiten Kreisen der Gesellschaft gesehen wird, dass wir da eigentlich nicht abweichen müssen. Also da muss ich jetzt insofern, ja, es ist richtig, es ist ein bisschen in den Fokus gerückt und ich erinnere mich gut an die Gedenkveranstaltung in der französischen Friedrichstadtkirche, wo die Bundeskanzlerin meinte, sie schäme sich und rückhaltlose Aufklärung versprochen hat. Rückhaltlos sieht bei mir anders aus, wenn ich sehe, was nach dem 4.11. noch bewusst an Akten vernichtet wurde, was auch heute sowohl aus dem Bundeskanzleramt als auch aus dem Ministerium gemauert wird. Aber ein richtiges Stück aus dem Tollhaus ist tatsächlich, dass die Familien, die Angehörigen einerseits aus dem Fonds für Opfer von extremistischer Gewalt des Bundesamtes für Justiz tatsächlich Gelder dann Ende Februar, Anfang März 2012 bekommen haben, im Schnitt 10.000 Euro. Aber gleichzeitig nicht nur den Bescheid dieser Zuwendung, sondern eine Witwe beispielsweise bekam gleichzeitig den Bescheid aus der Bundesagentur für Arbeit und aus dem Sozialamt, dass sie ja jetzt zu Vermögen gekommen wäre. Und dass daraus folgt, dass sämtliche Zahlungen an die Bedarfsgemeinschaft erstens eingestellt werden, dass zweitens natürlich Rückzahlungen fällig werden für bestimmt gewährte Hilfen zum Lebensunterhalt, nicht nur für sie, sondern für andere. So, dass sie also in die Situation gekommen wären,
wenn das nicht mit den allerersten Untersuchungsausschusssitzungen im Bund zusammengefallen wäre, wo wir damit davon Kenntnis bekommen haben, dass sie genauso in der Hartz-IV-Logik, also alles nach Recht und Gesetz, hat aber nichts mit dem Versprechen, wenigstens hier zu helfen und in irgendeiner Weise zu unterstützen zu tun, weggesteuert bekommen hätten, hätten aufessen müssen, bevor sie überhaupt wieder in den Genuss von, ja, von Kindergeld bis hin zu anderen Transferleistungen kommen. Also das ist niemandem in den Kopf gekommen, vielleicht vorher, bevor man solche Bescheide verschickt, mal drüber nachzudenken, was eigentlich hinter diesem Versprechen steht. Und das meinte ich jetzt an der Stelle auch mit Schlussfolgerungen, wenn es zum Schluss auch um einen Abschlussbericht geht. Oder andere Dinge, auch alles nach Recht und Gesetz. Eine Tochter eines Mordopfers hat damals ihr Studium abgebrochen nach dem Mord, weil sie erstens mithelfen musste, das Geschäft des Vaters zu übernehmen, über Wasser zu halten, um Schulden abzuzahlen, die noch da waren, um überhaupt Geld herbeizuschaffen. Die Familie hatte nicht mal genügend Geld, um eine würdige Beerdigung entsprechend zu finanzieren. So, jetzt, über 10 Jahre später, sie selbst hat schon eine kleine Familie, möchte sie gerne eine Ausbildung abschließen, fällt natürlich durch sämtliche Kriterien für BAföG, aber auch für die Gewährung von Stipendien von welcher gemeinnützigen Organisation oder Stiftung überhaupt, weil das alles weg ist. Da ist keiner von allein auf die Idee gekommen, also das betraf jetzt 2 Hinterbliebene, einen Sohn und eine Tochter eines Ermordeten, keiner vor Barbara John und dem Untersuchungsausschuss im Bund auf die Idee gekommen, dass man vielleicht an der Stelle mal überlegen muss, wie könnte man hier unbürokratisch helfen, aber auch für die Zukunft mal schauen, was passiert eigentlich, wenn Menschen durch solche Dinge traumatisiert werden, was muss man da an Unterstützung jenseits von öffentlicher Trauerbekundung an dieser Stelle leisten. Auch dieser Fall ist jetzt für diese Einzelfälle gelöst worden, aber für die anderen erstens nicht anerkannten Opfer von Rechtsextremen, beziehungsweise auch ihre Angehörigen, natürlich rückwirkend nicht. Und ich gehe mal davon aus, auch für die Zukunft ist das natürlich in keiner Weise geregelt. Ich habe mich dazu heute gerade hier in Leipzig auch nochmal mit denjenigen, die Opferberatung jeden Tag machen, genau zu diesen Fällen ausgetauscht. Und die können natürlich unendliche Geschichten zu diesem Thema mit beisteuern. Ich habe vielleicht noch mal eine Frage, weil Sie es vorhin angesprochen hatten, dass Sie eine Sensibilisierung von Behörden und Behördenmitarbeiterinnen zum Thema Rassismus fordern. Jetzt gab es ja die angekündigte Reform des Verfassungsschutzes. Ihre Partei steht ja für die Forderung nach der Abschaffung des Verfassungsschutzes. Wie schätzen Sie die Reform ein? Also passiert da was in die richtige Richtung? Hat es überhaupt eine Reform gegeben, die Sie? Also wie gesagt, ich bin sowieso vorsichtig, was das Thema Sicherheitsarchitektur betrifft, aber nun sind ja der Bundesinnenminister und die Landesinnenminister schon mal vorgeprescht, haben erstens ihre ganzen alten Mythe aus der Schublade geholt, die Zentraldateien, also Extremismuszentren und was weiß ich eingerichtet und wollen eine Zentralisierung und eine Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich sage ganz deutlich, im Zentrum des Versagens der Behörden standen die Ämter für Verfassungsschutz. Im besten Fall haben sie Ermittlungen nicht befördert. Im schlimmsten Fall, und da sind wir dran beim Aufklären dieser ganzen Geschichte, haben sie das Auffinden, auch das Stoppen dieser Mord- und Raubserie nicht nur behindert, sondern verhindert, indem man beispielsweise sehr wohl Kenntnis über Aufenthaltsorte und Vorhaben des Trios nach dem Abtauchen, nach dem Funden in der Garage hatte. Die Linke steht weiter dafür, den Verfassungsschutz als Nachrichtendienst aufzulösen und abzulösen. Wir werden ein Konzept noch im Februar auch der größeren Öffentlichkeit vorstellen, auch mit einer Expertenanhörung mit Vertretern aus Bund und Ländern, aber auch mit externem Sachverstand, wie man das sowohl im Bund als auch in den Ländern bewerkstelligen könnte, in sicherlich mindestens 3 Schritten. Das erste, die unsägliche V-Leute-Praxis, also der Einsatz von bezahlten Tätern in Organisationen und Parteien, ist sofort zu beenden, sie sind abzuschalten. Zweitens, wie gesagt, Aufgabe der nachrichtendienstlichen Funktionen. Und das bei dem dritten darf man Fragezeichen anmelden, ob diese Behörde umzuwandeln ist
in eine nicht nachrichtendienstliche Behörde, die dem Auftrag, der im Grundgesetz angelegt ist, nämlich dass ein Institut, die sich gegen Schutz der Verfassung verwendet, auch tatsächlich zuwenden kann, ob da überhaupt Reformfähigkeit vorhanden ist. Ich wage das zu bezweifeln, zumindest beim derzeitigen Personal und der derzeitigen Verfasstheit. Da müsste man dann wahrscheinlich über eine Neugründung einer solchen Institution nachdenken. Das heißt allerdings auch, dass wir uns der Mühe unterziehen müssen, machbare Konversionskonzepte für diesen Bereich zu entwickeln. Im Grundgesetz ist übersichtlich, da steht nicht, dass ein Nachrichtendienst für dieses Thema vorzuhalten ist. Aber in einigen Landesverfassungen, ich glaube in eurer auch in Thüringen, ist der nachrichtendienstliche Teil eines Amtes für Verfassungsschutz sehr wohl festgehalten. Das heißt, da werden wir uns auch der Mühe unterziehen müssen, nicht nur unsere grundsätzliche programmatische Position zu formulieren, sondern auch Schritte deutlich zu machen, wie man damit umgeht. Ansonsten, was die Geheimdienste betrifft, ich bin der festen Überzeugung, da ist nichts zu kontrollieren bei allen Reformchen. Und da können wir jetzt noch den entsprechenden Gremien, die übrigens geheim tagen und deren Mitglieder auch alle ihre Geheimnisse mit ins Grab nehmen müssen, ihre Fraktionen nicht darüber informieren dürfen, noch 10 Mitarbeiter mehr geben, solange diese Ämter dort nur das berichten, wozu sie entweder gezwungen werden, weil es sowieso schon offenbar ist, oder was sie als Informationshäppchen sozusagen den Parlamentariern zum Festbeißen vorwerfen, um möglichst von anderen Schweinereien abzulenken, ist da überhaupt nichts reformierbar. Und ich denke, wir brauchen es auch nicht. Alles, was ich gesehen habe an Geheimdienstinformationen, ja, auf meine Frage, sowohl an den MAD, den Nachrichtendienst der Bundeswehr, an Vertreter der Verfassungsschutzämter, aber auch an den BND, an den Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik. Ja, was habt ihr denn mit den Informationen gemacht? Zum Beispiel über Mundlos. Den haben sie auf dem Schirm gehabt, den haben sie am Kasernentor mehr oder weniger schon empfangen, als rechtsextremen, gewaltbereiten, der Rechtsextremen. Was habt ihr mit den Informationen gemacht, dass Thüringer, dass bayerische Neonazis regelmäßig nach Südafrika reisen und dort Sprengstoff- und Schießübungen abhalten und am Abend darüber diskutieren, wie sie den Systemwechsel gewaltsam in der Bundesrepublik vorbereiten? Was haben die Ermittlungsbehörden, was hat die Polizei dazu erfahren? Schulterzucken. Uns hat es genügt, dass wir es als Geheimdienst wussten und uns im Kreise drehten. Und sowas brauche ich nicht. Bevor ich jetzt, es gibt schon Fragen aus dem Publikum, die würde ich gleich aufnehmen. Ich würde dich aber vorher nochmal fragen. Also ich habe den Eindruck, dass diese Forderung nach Abschaffung des Verfassungsschutzes ganz kurz mal für Aufsehen erregt hat, ihr die ja auch vertretet oder du auch vertrittst. Und ist es noch realistisch oder ist es einfach so ein Festhalten einer Forderung, die eigentlich aussichtslos ist? Die Frage ist, in welchem Zeitraum das realistisch ist und in welchem System das realistisch ist. Aber also Hoffnung gehört ja ein Stück weit dazu, dass das realistisch sein könnte und insofern weiter die Forderung. Aber eins halte ich für ganz wichtig. Also ich zumindest fordere nicht abschaffen, auflösen, Verfassungsschutz, weil die versagt haben. Das würde ja eine Konsequenz bedeuten, wenn sie es gut gemacht hätten, würde ich sie gut finden und würde dafür eintreten, dass sie gestärkt werden. Also das, was gerade aktuell stattfindet. Für mich ist halt ein Grundwiderspruch Geheimdienst und insbesondere diese nachrichtendienstlichen Mittel, die die anwenden, auch wenn sie ein schönes Archiv haben von ganz alten Indymedia-Artikeln und Gamma-Artikeln und Antifa-Taskforce-Artikeln, die drucken das halt aus und haben das dann in riesen Ordnern abgespeichert. Das ist manchmal ganz lustig, das zu lesen, woher sie ihre Erkenntnisse beziehen. Nur dann könnten die Gelder, die sie haben, eigentlich auch an entsprechende Initiativen eben zur Verfügung gestellt werden. Die Anne Roth hat es beim Chaos Computer Club Kongress so wunderschön in einem Satz formuliert. Die hat nämlich einen Vortrag über den Verfassungsschutz nicht nur aktuell oder gar nicht zum Thema NSU gehalten, sondern wie der Verfassungsschutz eigentlich seit Jahren gegen Demokratie arbeitet und nicht funktionsfähig ist und auch nicht werden kann. Die hat nämlich gesagt, der Verfassungsschutz schützt die Verfassung so wie Zitronenfalter Zitronenfalten. Und das, finde ich, ist das, was es so am effektivsten auf den Punkt bringt, wenn man sich auch alte Verfassungsschutzakten anschaut, was wir ja mittlerweile dürfen. Das ist ein Messi-Dasein bis zum Gehtnichtmehr, ohne dass da mal jemand zur Unterstützung herangekommen ist und sauber gemacht hat mit ihnen oder versucht hat, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also das ist schon allein deswegen ist das überhaupt nicht vertretbar. So, das weiter. Ja,
Frage an Frau Pau. Sie haben ja eben mit Hinweis auf Clemens Binninger gesagt, es gäbe da eine Lernfähigkeit innerhalb des U-Ausschusses. Wenn ich Sie aber nicht falsch verstanden habe, schränken Sie schon ein, dass Sie im Grunde die Lernfähigkeit innerhalb dieses U-Ausschusses sehen, aber schon innerhalb des Bundestages schon nicht mehr. Heißt das nicht auch, dass die Arbeit des U-Ausschusses eine extrem geringe Breiten- oder Tiefenwirkung auch in die Gesellschaft hinein haben kann und dass wir im Grunde, wenn Sie dann fertig sind im Sommer, wir endlich wieder Ruhe haben mit der ganzen Diskussion? Also endlich wieder Ruhe dürfen wir nicht haben, aber so war mein Appell vorhin zu verstehen, das Ganze nicht nur den Untersuchungsausschüssen an dieser Stelle zu überlassen. Deswegen gehe ich trotz aller Kraftaufwand und ich denke, Katharina König macht es genauso und alle anderen, die im Moment unterwegs sind, auch an die Öffentlichkeit über diese Untersuchungsgeschichten hinaus. Weil wenn es beim Untersuchungsausschuss Berichte irgendwo abgelegt wird und wo vielleicht die eine oder andere Schlussfolgerung auch nochmal in irgendeiner Gesetzesinitiative mündet, bliebe, dann kommen wir mit den gesellschaftlichen Problemen nicht weiter. Und das ist eigentlich auch ein Appell an ja, die Öffentlichkeit, die interessierte Öffentlichkeit, diejenigen, die zu diesen neuen Erkenntnissen gekommen sind, also seien sie nun für sie wirklich neu oder wo sie also jetzt zu anderen Überzeugungen auch kommen, zu unterstützen in der Auseinandersetzung, sowohl in ihren eigenen Parteien, aber vor allen Dingen in einer breiteren gesellschaftlichen Öffentlichkeit, um Druck auf Veränderungen aufzumachen. Weil es ist ja richtig, wenn der Kollege Binninger sich in seiner Berufsehre als Kriminalist schon alleine gekränkt fühlt, wenn er sieht, was da passiert ist oder eben nicht passiert ist an vielen Stellen und er daraus jetzt seine Motivation auch zieht, anders damit umzugehen. Oder auch der Kollege Strappe von der CSU, selbst dieser, stellt neuerdings die Fragen nach Combat-E-Team und nach dem führerlosen Widerstand, die ich in den ersten drei Untersuchungsausschusssitzungen gestellt habe, an die Zeugen. Und erklärt auch, wenn Kollegen aus den Fraktionen mal zum Zuhören kommen, dass er auch was dazugelernt hat. Das ändert aber nichts daran, wenn beispielsweise die Haushälte, die Fraktionsführungen im Bundestag oder eben auch die Spitzen der Ministerien nicht bereit sind, daraus Konsequenzen zu ziehen. Nicht nur in Haushaltsberatungen, sondern zum Beispiel auch im praktischen Umgang zu diesem Thema. Wenn Sie sich zwei aktuelle Debatten aus dem November 2012 im Deutschen Bundestag ansehen und wenn man sich da mal das Video ansieht und die Reaktionen der Leute, dann kann man nämlich genau diesen Widerspruch erkennen. Wir hatten zwei Debatten, eine Debatte zum Bericht der unabhängigen Expertenkommission zum Thema Antisemitismus in der Bundesrepublik. Das würde jetzt weit führen, wenn ich das jetzt hier ausführlich darstelle, wäre ein eigenes Thema, eine eigene Veranstaltung. Und eine Debatte zu einem Jahr Aufliegen NSU. Eins ist in den beiden Debatten nicht passiert, was ansonsten, seitdem ich 1998 Mitglied des Bundestages bin, bei jeder Debatte, wo das Thema Rechtsextremismus in irgendeiner Weise aufgerufen wurde, passiert ist, nämlich dieses reflexhafte Aufeinander-Einschlagen zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und der Linken oder der PDS auf der anderen Seite oder so unter dem Motto, wie Wolfgang Schäuble, als er Innenminister war, meinem Kollegen Korte das mal bei so einer Debatte entgegengehalten hat. Dass wir so viele Straftaten auf dem Gebiet haben, liegt ja nur daran, dass sich die Linken immer mit den Rechten zu Prügeleien verabreden. Und wir haben eben deshalb diese gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wenn man sich aber diese Videos anguckt und diese Debatte anguckt, dann hatte das nur einen einzigen Grund. In beiden Debatten haben tatsächlich die Akteure zum Thema NSU-Untersuchungen im Moment gesprochen und haben gleichzeitig ihre Hardliner, die es übrigens auch in der SPD-Fraktion gibt, sonst ist es ja nicht ihre Hardliner, also Frau Hill hat es ja miterlebt, in den eigenen Reihen in der Debatte, wenn die versuchten, beispielsweise bei Frau Pau reinzupöbeln oder auch bei Wolfgang Wieland von den Grünen, zur Ruhe gebracht und gesagt, heute hältst du den Mund. Hast keine Ahnung und wir wollen diese Art der Auseinandersetzung hier nicht, schon aus dem Grunde, weil da die Angehörigen oben sitzen. Das hat aber noch keine nachhaltigen Folgen für die gesellschaftliche Debatte und auch noch nicht für die Verfasstheit dieser Fraktionen. Da brauchen wir tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft im besten Sinne auch den Druck auf alle. In dem Fall wirklich auf alle Fraktionen und Parteien im Bundestag, dass sie nicht im Wahlkampfgetöse zu versenken. Richtig und parallel haben wir Dinge, die da völlig entgegenlaufen. Kollege Müll macht mich gerade darauf aufmerksam. Also wir haben zwei ordentliche Debatten im Bundestag gehabt, jetzt im November, wo es mal kulturell anders zuging, also wenn man auch nach außen was anderes ausgestrahlt hat zu diesem Thema und wo auch in den Haushaltsberatungen die eine oder andere vernünftige Entscheidung gefallen ist.
Gleichzeitig hatten wir dann eine Debatte auf der Grundlage einer großen Anfrage meiner Fraktion zum Thema Bearbeitung der Vergangenheit der Bundesministerien, einschließlich der Rekrutierung des Personals nach 1949 und was ist da vielleicht schon angelegt, auch an Gründungsfehlern, wo Kalter Krieg pur stattgefunden hat, wenn Sie sich auch die Redner der Unionsfraktion dazu angucken, aber nicht nur diese, zum Teil findet man das dann auch in der SPD oder wenn der ein oder andere irgendwie oder den einen oder anderen beim Grünen der Hafer sticht und er nochmal seine alten Auseinandersetzungen führen muss, auch das, also da empfehle ich das Protokoll an der Stelle nachzulesen, da sind wieder alle Reflexe da. Ich will jetzt hier nicht Pessimismus verbreiten, sondern nur deutlich, was da noch für ein weites Feld zu bearbeiten ist, auch über die Bundestagswahl hinaus. Vielleicht letzter Hinweis, also wir haben in Thüringen einen Untersuchungsausschuss, wir haben einen in Sachsen mit dem Problem, dass wir da noch so ein bisschen NPD dabei haben, also nicht Problem in dem Sinne, dass es Untersuchungen behindern würde, aber dem Problem, dass sich dahinter die Staatsregierung versteckt und den Ausschuss nach besten Kräften, übrigens nicht nur den sächsischen, sondern auch den Untersuchungsausschuss im Bund eher behindert an dieser Stelle. Und wir haben einen Untersuchungsausschuss in Bayern, wo ich erfreut und erstaunt bin, der hat das 3 oder 4 Mal richtig getagt mit Beweiserhebungen, was die doch durchaus zutage gefördert haben, auch zu den bayerischen Verwicklungen, die es ja angeblich nie gegeben hat, zu der Entstehung des NSU und auch Wissen der Behörden. Wir haben leider keinen Untersuchungsausschuss in Hessen, wir haben keinen in Baden-Württemberg, wir haben keinen in Hamburg und auch keinen in Mecklenburg-Vorpommern, wo im Moment gerade Initiativen und die Opferberatung das fordern, völlig zu Recht. Ich denke, auch da sollten wir weiter Druck aufmachen. Wir kämen im Bund auch viel weiter, wenn wir nicht die Hausaufgaben einzelner Bundesländer machen müssten, sondern uns wirklich mit dem Versagen von Bundesbehörden, aber auch der Bundespolitik auseinandersetzen könnten. Das ist schon vieles gesagt und trotzdem noch meine Frage, die schon vorhin genannt, dass diese Untersuchungsausschüsse eigentlich nur dann nützen, wenn wir sie dann als Mittel zum Zweck nutzen. Also ich würde sagen, diese Ergebnisse, die Sie jetzt erarbeiten, egal ob im Bundestag oder im Landtag, die müssten für uns als Werkzeug zur Verfügung stehen, und zwar für uns in allen Parteien, meine ich jetzt, die will ich, damit das möglicherweise umgesetzt werden kann, dann im Bundestag kommen wir nicht, aber wie ich das mitgehört habe jetzt. Und vor allen Dingen, dort mit dem Wechsel jetzt, wird es wahrscheinlich ja eine andere Zusammensetzung geben, da muss man davon ausgehen, dass da wenig kommt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, zu den Hauleuten haben Sie schon was gesagt. Wie stehen Sie denn zur Frage der NPD? Weil ich da auch gehört habe, auch aus den Reihen der Linken, dass da Kritik gebracht wird. Und ich möchte gerne mal wissen, welchen Hintergrund. Vielleicht eins, ich bin davon überzeugt, dass die Untersuchungsausschüsse nur in einer Dreierkonstellation funktionieren, und zwar einmal die interessierte Gesellschaft, die die Aufklärung will und fordert, dann entsprechend engagierte Journalisten, die zusätzlich zu dem, was die Untersuchungsausschüsse hervorbringen, optimalerweise auch selber noch was recherchieren und das Ganze zusammen dann eben auch immer wieder aufbereiten. Und wenn eine dieser beiden Säulen wegfällt, dann ist es eigentlich total egal, was die Untersuchungsausschüsse machen, dann wird das A keine Rolle mehr haben und B auch nicht zu irgendwelchen Konsequenzen führen, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene. Das heißt, alle Untersuchungsausschüsse sind ganz dringend angewiesen auf eine interessierte Öffentlichkeit, Gesellschaft und eben auf Medien. Zum NPD-Verbot, also ich bin keine Befürworterin des NPD-Verbots, ich bin gegen ein NPD-Verbot, weil es meiner Meinung nach eine Handlungsfähigkeit des Staates suggeriert, die faktisch nicht existiert und weil es vor allem die billige Möglichkeit bietet, mit dem NPD-Verbot nach außen zu erklären, jetzt haben wir das Problem beseitigt. Und ich sehe sozusagen, dass man mal wieder an die Oberfläche geht des Problems und nicht an die eigentlichen Ursachen. Und ich sehe die Ursachen weniger in der NPD als in der Mitte der Gesellschaft, mitten unter uns verankert. Da nehme ich keine der Parteien aus, auch nicht die Linke. Friedrich-Ebert-Stiftung ist da ganz klar, dass der Rassismus auch mit 20-30% in der Linken vertreten ist.
Und ich glaube nicht, dass wir dagegen irgendwas tun können, wenn wir die NPD verbieten. Ich fange mal mit dem NPD-Verbot an. Also erstens, eine Erfahrung habe ich den meisten hier im Saal voraus. Ich war nämlich im ersten NPD-Verbotsverfahren gemeinsam mit meiner Kollegin Ola Jelpke für die damalige PDS-Fraktion im Bundestag Berichterstatterin und zuständig. Und damals fühlten wir uns nach ganz kurzer Zeit als Geiseln des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily und der Landesinnenminister, weil der Bundestag, also die Fraktion, war mit dem Verfahren beigetreten, aber angewiesen auf die Materialien, die die Innenministerien zur Verfügung gestellt haben, zum Nachweis der Verbietbarkeit der NPD. Ich sage nicht Verfassungsfeindlichkeit, weil das dann wäre auch nochmal ein viel weiteres Feld. Wir hatten keinerlei Chance zu prüfen, welche der Belege tatsächlich auf der NPD zuzurechnen sind und welche dem Staat zuzurechnen sind aufgrund der V-Leute-Praxis. Und so saßen wir Woche für Woche da und guckten, welcher V-Mann sich jetzt zur Freude der NPD wieder selbst enttarnte, während die Innenminister nach wie vor sich gegenseitig nicht mal bereit waren zu informieren, welche V-Leute sie wo in welcher Ebene drin haben. Das Problem haben wir jetzt wieder, sage ich. Ich habe über Weihnachten das zweifelhafte Vergnügen gehabt, das Material, was die Innenminister jetzt zusammengetragen haben, zu lesen. Das heißt, ich habe den Auftrag gehabt für meinen Fraktionsvorsitzenden, dem das Ganze zugestellt wurde, mit der Frage, tritt die Fraktion Die Linke ein Verbotsverfahren bei, zu lesen. Mir ist schlecht geworden, nicht aufgrund der Sachen, die ich da gelesen habe, sondern also jetzt der Belege oder der angeblichen Belege, sondern ich kann sowohl aus meiner Arbeit aus dem Untersuchungsausschuss, aber auch aus meiner langjährigen Arbeit und Beobachtung der Szene und der handelnden Personen, die dort unterwegs sind, jetzt schon sagen. Es hat gute Gründe, dass mehr als die Hälfte der Landesinnenminister nicht bereit waren, im Dezember ihre Unterschrift unter das Testat zu setzen, diese Materialsammlung ist sauber und nicht durch V-Leute Informationen auch an höchster Stelle verseucht. Da muss ich nur klar machen, V-Leute sind bezahlte Täter und um in der Hierarchie entsprechend auch nach oben zu kommen, müssen sie natürlich auch diese entsprechenden Straftaten mitbegehen oder wie wir jetzt gerade zur Kenntnis nehmen, haben beispielsweise V-Leute nicht nur der Nachrichtendienste, sondern auch der Polizei, in einem bayerischen Fall beispielsweise, Nazi-Strukturen einschließlich dem Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut. Oder auch das Thule-Netzwerk beispielsweise, das Mailbox-System damals der Nazis Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, es ist nicht mehr zu klären, was es wem zuzurechnen. Ansonsten bin ich da pragmatisch, wenn es gelingen würde, die NPD gerichtsfest, und damit meine ich nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu verbieten, hätten wir nur einen unappetitlichen Zustand beendet, dass diese Partei jetzt dann nicht aus Steuergeldern weiter finanziert wird. Aber das Problem, auch das tödliche Problem des Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft, werden wir damit in keinem Fall los. Insofern werde ich meiner Fraktion nicht empfehlen, einem wie auch immer gearteten Verbotsverfahren jetzt an dieser Stelle beizutreten, wohl wissend, dass der öffentliche Druck, sollten sich die anderen Fraktionen entschließen, auf dieses Abenteuer einzugehen, riesengroß werden wird und nicht nur Katharina König, sondern auch ich dort unter Riesendruck komme. Zu den anderen zwei Fragen sage ich noch was, wenn Sie vielleicht dazu. Ich will bloß kurz dazu sagen, das verstehe ich, was Sie jetzt gesagt haben. Das hängt damit zusammen, dass es schlecht vorbereitet ist. Aber nicht, dass das Ziel, die NPD zu verbieten, was Schlechtes wäre. So, haben Sie das hier rübergebracht, aus meiner Sicht? Ja, da stehe ich aus meiner Sicht völlig falsch. Es muss die NPD muss genauso verboten werden, natürlich muss das vorbereitet werden. Wenn es schlecht vorbereitet ist, darf es auch nicht machen. Aber gleichzeitig, damit hat man nicht das Problem gewesen, als Sie gesagt haben. Sondern man muss man gleichzeitig auf die anderen Dinge. Ich habe halt so eine Grundüberzeugung, dass man mit Verboten nichts ändert. Und das beziehe ich sowohl auf jetzt in dem Fall den PD-Verbot als auch auf viele andere Sachen. Und dann sehe ich ein Problem zur Zeit, ich mache jetzt mal vielleicht so eine Hypothese oder sowas auf, zur Zeit ist die politische Stimmung gegen rechts gerichtet. Und da wird dann eben mal schwuppsdiwupps wird die NPD verboten. Ich sage, was einmal da geht, ist auch kein Problem in Bayern, irgendwo anders bei einer anderen Partei oder bei einer anderen Vereinigung anzuwenden. In der Art und Weise, wie zurzeit freie Kameradschaften überall, zum Beispiel aufgelöst, verboten, als kriminelle Vereinigung eingestuft werden, ich halte das alles für sehr fragwürdig.
weil das wirklich einem öffentlich-politischen Druck oftmals geschuldet ist und weniger A, Ermittlungsbelege, die dahinter stehen, und B, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man damit an den Ursachen überhaupt irgendwas ändert. Gut, aber das wäre jetzt eine Debatte, glaube ich, die wäre auch nochmal eine weiterführende Veranstaltung wert. Also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die mit fliegenden Fahnen Parteien verbieten, um das deutlich zu sagen. Ich mache das aber aus meiner Erfahrung heraus jetzt in dieser Weise so. Weiß aber, dass die Ersatzstruktur für die NPD bereitsteht und ordentlich organisiert ist. Die neue Partei, die Rechte, schauen Sie sich das an, die sind nicht nur in Nordrhein-Westfalen unterwegs, schafft die Strukturen und die Kader sind zum Teil auch dort auf dem Weg schon. Das muss man sich auch klar machen, also dass das Verbot allein das nicht bringt. Thema Öffentlichkeit, ja natürlich, gebe ich Ihnen recht, deswegen sitzen wir ja auch hier und reisen durch die Gegend und ich kann nur sagen, also erstens, nicht nur weil Katharina König hier sitzt, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, die Landtagsfraktion der Linken macht auf ihrer Internetseite eine sehr vernünftige Arbeit und verdienstvolle Dokumentation des Themas NSU-Untersuchungen. Damit meine ich nicht nur die Untersuchungsausschüsse, sondern wir haben dankenswerterweise oder tragen auch zusammen, soweit das irgendwie funktioniert, alles das, was auch in anderen Landtagen zu diesem Thema gemacht wird, also Antworten auf Anfragen und anderes, was über den NSU-Komplex insofern ein Stück hinausgeht, natürlich die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, so dass auch interessierte Öffentlichkeit eingeladen ist, sich dort zu bedienen. Der Bundestag selbst, für den kann ich ja nur sprechen, hat auf seiner offiziellen Internetseite die Seite 2. Untersuchungsausschuss, wo man im Übrigen alle Tagesordnungen, auch alle Zeugen und die Zeugenladung für Januar 2013 sind jetzt schon veröffentlicht, nachlesen kann. Diese Ausschusstagungen sind öffentlich, solange der Platz reicht. Man kann also, wenn man in Berlin ist und Zeit erbringen kann, an diesen Beweiserhebungen auch teilhaben. Und drittens, als Bundestagsfraktion Die Linke, und dafür habe ich dann konkret Verantwortung, versuchen wir das Tun in und um den Untersuchungsausschuss, aber auch die Einordnung und Bewertung zu dokumentieren. Das spielt sich Woche für Woche so ab, wie es sich auch am nächsten Wochenende wieder abspielen wird. Am Sonntag, spätestens am Montag früh, wird es ein Wortlaut-Interview von mir zu den Erwartungen an die Untersuchungsausschusssitzung nächste Woche Donnerstag geben, wo also nochmal deutlich beschrieben wird, welche Zeugen kommen, was erwarten wir, beziehungsweise welche Einschätzungen liegen dort dahinter. Während der 14- bis 16-stündigen Untersuchungsausschusssitzung am Donnerstag, so ungefähr zur Halbzeit, gibt es ein Audio auf der Seite der Bundestagsfraktion Die Linke zu den ersten 6 bis 7 Stunden. Ganz aktuell, auch zu gegebenenfalls aktuellen neuen Nachrichten oder auch denen, die aus den Ländern dort mit hineinkommen. Und einer unserer Referenten, um sie dann auch mal namentlich zu benennen, weil wir sind sie auch aus anderen Zusammenhängen bekannt, also entweder Gerd Wiegel oder Heike Kleffler, mühen sich bis spätestens Samstag früh redaktionell die Untersuchungsausschusssitzung in den unterschiedlichen Facetten, nicht nur aus den jeweiligen Hauptaufreger oder Hauptzeugen, entsprechend auch redaktionell darzustellen in einem Artikel, der dann auch unter dem Stichwort NSU runterladbar ist, weiterverwertbar ist, wo man sich auch sein Puzzle je nach Interessenlage, wo man den Fokus hinlegt, Sicherheitsarchitektur, Präventionsarchitektur, Behördenversagen oder so, zusammenstellen kann. Das ist alles frei zugänglich und ich werde nicht müde, es auch immer wieder zu erklären, wie kommt man da ran, weil wir natürlich auch nicht die ganze Zeit überall unterwegs sein können. Wir bieten zunehmend im Übrigen auch Veranstaltungen an in unterschiedlichsten parteipolitischen Konstellationen. Ich werde also nächsten Monat zum Beispiel mit dem Kollegen Edati, SPD, dem Ausschussvorsitzenden in Thüringen sein, auf einer Veranstaltung. Und wir werden auch mit dem heute schon mehrfach, dem müssen wir heute die Ohren klingeln, Kollegen Winninger von der CDU Veranstaltungen anbieten und sei es nur, um die CDU in Baden-Württemberg vor Ort zu konfrontieren und damit auch zu verärgern zu den Erkenntnissen aus dem Untersuchungsausschuss und unseren Schlussfolgerungen, was wir meinen, was eigentlich passieren muss. Für
für die kleine Keimzelle, die Zwickauer Zelle, für die persönlichen Umstände der drei, für Frau Schäfer und Co. und im Ferienlager in Dänemark oder sonst wo. Und in dem Moment, wo Referentinnen und Referenten, Expertinnen darüber gesprochen haben, welche Kontextinformationen darin die Begründungszusammenhänge, die 90er Jahre zum einen, aber auch der Rassismus der 90er Jahre, schmeißen Journalisten ihre Kulis weg und es wird uninteressant. Das fand ich sehr bemerkenswert im letzten Jahr zu beobachten. Es ist sehr schade, dass auch da nur ausgewählte Journalistinnen tatsächlich das Thema Rassismus als Begründungszusammenhang des NSU und als Kontextwissen auch in der Sprache bringen können. Zum Zweiten, Abschaffung des Verfassungsschutzes. Es scheint ja so, wenn man das fordert, dass das völlig abwegig ist und dass es scheint, es gibt so einen Bestandsschutz, der überhaupt unhinterfragt ist. In dem Zusammenhang finde ich es total spannend, nochmal auf einen Text zu schauen von 1990, den engagierte Politikerinnen und Politiker aktiv in der Wendezeit verfasst haben mit sehr viel Leidenschaft und Farbe und damals an die Aktiven und Verantwortlichen einen offenen Brief geschrieben haben und gesagt haben, überlegt nochmal ganz genau nach den Erfahrungen der Stadtsicherheit, ist es notwendig, dass wir jetzt an dem Punkt, wo es sozusagen eine neue Sortierung gibt der Sicherheitsarchitektur, die Landesämter für Verfassungsschutz in das Bundesamt nochmal auf die ostdeutschen Länder übertragen und da nochmal sozusagen die gesamte Sicherheitsarchitektur nochmal aufbauen. Gerade auch vor dem Hintergrund auf der einen Seite des MFS, aber auch natürlich mit Blick auf die unglaublichen Versagensfälle und Szenarien in den 70ern, in den 60ern, in den 80ern rund um RAF und Co. Dieser Text scheint mir irgendwie nicht mehr relevant zu sein. Ich würde gerne mal die Frage an die Abgeordneten stellen. Gibt es da sozusagen noch mal eine relevante Gruppe von Leuten, die auch deutungsmächtig genug sind, diese Frage noch mal wirklich zu stellen, weil es waren damals wirklich bekannte und honorige Leute, die diesen Text geschrieben haben. Offensichtlich kommt es jetzt, scheint es jetzt eher so eine Randgruppenforderung zu sein, beziehungsweise eben von der Partei Jugo. Aber das finde ich, also ich fand diesen Text sehr bemerkenswert und offensichtlich war 1990 ein ganz kurzes Zeitfenster, darüber nochmal die Frage zu stellen. Heutzutage scheint es gerade zu schillern, diese Forderung zu stellen. Also vielleicht kurz, meines Wissens nach haben sie damals nicht nur gesagt, überlegt, sondern die haben gesagt, löst die Verfassungsschutzämter sowohl auf Landes- als auch Bundesebene so auf, wie Stasi aufgelöst wurde. Das Problem ist das, was schon gesagt wurde, es fehlen sozusagen die Deutungsmächte, es fehlen diejenigen, die sich mit hinter diese Forderung stellen und die genügend Einfluss haben. Das ist also alles andere ist eigentlich, denke ich, ist klar, ist sowohl klar durch A, Versagen, B, durch die geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Mittel, die Verfassungsschutzämter anwenden, liegt eigentlich alles auf der Hand. Das Einzige, was fehlt, sind diejenigen, die bereit sind, das umzusetzen. Und mir ist es persönlich total egal, wer den Verfassungsschutz letztendlich abschafft. Ich kann nur eins sagen, also mein Vater kommt selber aus so Oppositionskreisen DDR, der auch sehr viel Freunde und Bekannte noch hat und die meinten jetzt im Jahr 2012, als sie zu Besuch waren, die meinten, also für uns war das damals der Zeitpunkt, wo wir schon längst in den Häusern drin waren und die Akten geholt haben, eben wegen der Vernichtung. Und dass für sie absolut unverständlich ist, dass es keine wirklichen Empörungen innerhalb der Bevölkerung gibt. A, über das Vorgehen, B, über die Aktenvernichtung und C, ja, im Sinne der Forderung VS auflösen. Also es ist nicht so, dass das eine Forderung wäre, die nur aus, in Anführungszeichen, Parteikreisen oder klassisch linken Kreisen oder so kommen würde, sondern das sagen auch Leute, die heute sonst wo angesiedelt sind, aber die Erfahrung von damals haben. Ja, aber nicht wirkungsmächtig genug sind, beziehungsweise das auch nicht hinbekommen. Also es gab in den 2000er Jahren ja nochmal eine Erklärung von Bürgerrechtlern, die zu DDR-Zeiten sich das Etikett Bürgerrechtler zu Recht anheften konnten und die auch heute das noch könnten, die also nicht irgendwo inzwischen schon längst eingemeindet sind, wo sie auch nur mal gesagt haben, das hat man 1990 nicht gemeint. Das ist aber
öffentlich an vielen Stellen untergegangen. Deswegen werden wir trotzdem bei dieser Forderung bleiben und suchen natürlich an der Stelle auch Verbündete. Und dass ich das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt, ist mir im vergangenen Jahr bei einer Fernsehdiskussion mit einem früheren VS-Chef nochmal ganz deutlich geworden, dass sie nämlich einfach den Schuss nicht gehört haben, dass der Kalte Krieg beendet ist und dass eigentlich der Gründungsgrund für diese ganzen Institutionen weggefallen ist, spätestens mit dem 3. Oktober 1990, ganz egal, wie man zu diesem Vorgang steht. In dem Zusammenhang, also da ging es gerade darum, dass sie letztes Jahr um diese Zeit so ungefähr ein bisschen Aufregung wieder herrschte, weil öffentlich wurde, dass Mitglieder der Bundestagsfraktion Die Linke nach wie vor auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, unter anderem auch ich, ich klage dagegen. Ich hatte im Februar das erste Mal einen Prozesstag gegen die Bundesrepublik Deutschland in Köln zu diesem Thema haben, so, und dass das so ein bisschen debattiert wurde, so, und dann war ich mit dem damaligen VS-Präsidenten in einer Fernsehdebatte. Und da stellte eine Journalistin, die mit in dieser Debatte war, die Frage, ja, wie kommen Sie eigentlich darauf, beispielsweise die Linke zu beobachten und insbesondere die ostdeutschen Linken, also nicht irgendjemand, der im Westen, aus welcher K-Gruppe auch immer, zur Linken geraten ist, sondern warum ausgerechnet die Ostdeutschen? Da kam bei ihm so richtig aus dem Bauch, da könnte man richtig sagen, ja, na, weil die aus der SED kommen, das sind die Gefährlichen. Das heißt, die haben den Kalten Krieg nach wie vor im Kopf nicht beendet. Die haben nicht mitgekriegt, dass es weder die DDR noch die SED noch gibt und dass irgendwie ihr Kampffeld an der Stelle weg ist. Ja, zum Thema Öffentlichkeit hatte ich ja noch was gesagt. Also ich wollte noch eine Frage. Ich hatte bloß noch eine Nachfrage zum Thema NPD-Verbot, weil Sie gesagt haben, Sie durften oder mussten jetzt über Weihnachten diese Materialsammlung studieren, das sind ja 1800 Seiten, glaube ich. Und da haben Sie gesagt, es hätte schon seinen Grund, dass die Innenminister zum größeren Teil ihre Fazit nicht untergesetzt haben. Haben Sie da jetzt Erkenntnis oder einen konkreten Verdacht, dass das Zeug schon wieder Baumann verzeugt ist? Und wenn ja, wie konkret ist Ihr Eindruck? Ja, jetzt fand ich auch einen ganz schmalen Grat. Es gibt so Fragen, die stellt man nicht öffentlich. Können Sie die Frage nochmal zusammenfassen? Ich habe es hier nicht verstanden. Ja, ich wurde geradezu ein bisschen zu einem, oder sollte animiert werden, zu einem kleinen Geheimnisverrat, in dem ich aus den 1500 Seiten Erkenntnisse mitgebe. Nein, ich mache es mal andersrum. Es ging vor Weihnachten ja durch die Presse, dass Herr Cafier als damaliger Vorsitzender der Innenministerkonferenz, jetzt hat Schümann übernommen, und der Bundesinnenminister dieses Material einerseits vorgestellt haben, dass aber andererseits eine Menge der Landesinnenminister selbst ihr Testat nicht runtersetzen wollten, dass sie persönlich dafür haften, dass hier keine V-Mann-Informationen, mindestens aus den Führungsebenen, drin sind. Und nach allem, was wir wissen, was es so an V-Männern in der rechten Szene und auch in der NPD gegeben hat und auch noch geben soll, würde ich bei dem, was ich dort gelesen habe, niemals meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht V-Mann-Informationen sind, die uns genauso wieder um die Ohren fliegen. Alles andere, da würde ich erst dem Hinweis von Katharina König folgen. Wenn jemand da mehr wissen will, müssen wir andere Gesprächsformate finden als dieses öffentliche. Ich habe noch eine andere Frage jetzt aus der Gelegenheit. Ich habe eine Frage gegen den Verfassungsschutz, weil wir jetzt hier zwei Vertreter haben, die jetzt in den Untersuchungsausschüssen sitzen. Ich gehe damit einher, eigentlich aufzulösen und eigentlich irgendwie in der Logik ist, dass Antikommunismus verhaftet und ganz sicher keine Struktur, die jemals einen Kampf gegen den rechts führen könnte. Aber so wie es aussieht, gehen die ja gestärkt haben vor aus den momentanen Entwicklungen, dass sie also mehr Rechte kriegen, Teilnehmer sind und so weiter. Die Frage, die mich jetzt stellt, ist, inwieweit sehen Sie diese Untersuchungsausschüsse eigentlich als Mittel, um Einblick in die Arbeit dieser Ämter zu kriegen? Also bekommen Sie die Informationen? Haben Sie wirklich den Eindruck, dass dort Sie die Möglichkeit haben, auch diese Eignung dieser Verfassungsschutzämter einen Einblick zu kriegen oder blocken die komplett oder geben ihnen Informationen, die eigentlich wertlos sind? Also ich glaube, das ist unterschiedlich, je nach Bundesland zu bewerten. Also in Thüringen haben wir definitiv einen Vorteil. Wir haben alle Akten, alle ist immer so ein Stück fragwürdiger, wenn man vom Verfassungsschutz spricht, aber wir haben alle Akten, die noch vorhanden sind, seit 1992 bis 2012, also auch bis aktuell letzten Monat,
und kriegen auch Neues, was anfällt, was irgendwie mit dem Thema Recht zu tun hat. Und nichts davon ist geschwärzt. Und wir können die komplett lesen und einsehen. Wir können dazu komplett die Klarnamendatei bzw. die alle Akten von allen V-Leuten, die jemals im Bereich Rechts geführt wurden und werden, können wir komplett einsehen. Das allerdings nur im Landesamt für Verfassungsschutz selber dann. Da wird seitens des Innenministeriums als der ja, Arbeitgeber sozusagen, wird da alles ermöglicht, was nur möglich ist. Die Verfassungsschützer selber, also die dort arbeiten, zumindest in Thüringen, die haben definitiv ein Problem. Und zwar ist das Problem, dass sich die V-Leute bei ihnen melden und alle abgeschaltet werden wollen, weil sie sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auffliege oder bis der Nächste enttarnt wird. Und sie versuchen sozusagen gerade ein Stück weit ihre Arbeit zu erhalten und die V-Leute an der Stange zu halten, weil sie sonst nicht wissen, was sie tun sollten. Also das gestehen sie zumindest, wenn sie uns beobachten, wenn wir uns diese Klarnamendateien anschauen, sagen sie sowas immer wieder, dass sie schon wieder einen Anruf gekriegt haben und der will aussteigen und will nicht mehr mit dabei sein. Also das in Thüringen, glaube ich, ist es mit das kleinste Problem. Viel schwieriger ist es in Bayern und in Sachsen und im Bund ist so eine Zwischenvariante. Achso, und eins, definitiv. Also Erkenntnisse über den Verfassungsschutz, wie die arbeiten, wie die funktionieren, wie die strukturiert sind, definitiv. Und das lässt sich sehr weit von der rechten Szene auf andere Szenen, die sie beobachten, übertragen. Und das ist, finde ich, auch das eigentlich Spannende. Also der Informationsgehalt ist nicht unbedingt das Entscheidende, sondern wie funktioniert ein Landesamt für Verfassungsschutz. Das ist ja auch das Grundproblem, warum Sie im Moment so tief erschüttert sind und versuchen jetzt schnell auch Strukturveränderungen herbeizuführen. Also der Innenminister des Bundeslandes Thüringen hat uns diesen gesamten Bestand vor die Tür gekippt, des Bundestagsuntersuchungsausschusses, sodass wir da drin ersaufen. Zwei LKW. Aber einige Stücke, die wollen hier stehen, schon stoppen wollen? Ja, genau, diese Episode will ich jetzt gerade erzählen. Danke. Der hat definitiv uns angerufen, das heißt den Ausschussvorsitzenden, und hat gesagt, ich habe jetzt hier, wie viel hat er, 200 Bereitschaftspolizisten eingesetzt, weil ich traue meinem eigenen Verfassungsschutz nicht über den Weg. Die haben das jetzt alles aufbereitet, eingescannt, verladen, wie auch immer, und ich kippe euch das völlig ungeschwärzt und so weiter vor die Tür und seht zu, dass ihr aufklärt, was ihr aufklären könnt. Und also wenn das die Folgen hat, die Katharina König gerade beschrieben hat, hätten wir vielleicht hier schon den Teil der Selbstauflösung des Ladens in den inneren Strukturen in Thüringen. Welche Reaktion hat es gegeben? Herr Cafier, damals Vorsitzender der Innenministerkonferenz, also der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat eine Telefonkonferenz sämtlicher anderer Landesinnenminister und des Bundesinnenministers angesetzt. Dort soll kurzzeitig auch der thüringische Innenminister noch zugeschaltet worden sein, angebrüllt worden sein. Ihm soll gedroht worden sein durch Herrn Schünemann, den Innenminister aus Niedersachsen, dass er ihn wegen Landesverrates und schlimmeren Dingen anzeigen wird. Und die haben allen Ernstes, das ist uns bestätigt worden, allen Ernstes beratschlagt, ob sie den Bundesinnenminister und die Bundespolizei um Amtshilfe bitten, um diese LKWs zu stoppen und zu beschlagnahmen, damit sie dem Untersuchungsausschuss des Bundestages nicht zugeben. Das vielleicht kurz zur Ergänzung, das stimmt. Und was noch stimmt, ist, es brauchte wohl einen Konsens in der Anklage wegen Landes- und Geheimnisverrat gegen den Thüringer Innenminister, der übrigens CDU ist. Und den Konsens hat es halt nicht gegeben. Es gab eine Gegenstimme, die kam aus Thüringen, also vom Thüringer Innenminister selber. Und als zweites, diese Aktenladung, die LKWs, die nach Berlin hochgefahren wurden, während die auf der Strecke schon waren, gab es einen Anruf in Thüringen, wo sich denn die LKWs gerade aufhalten würden. Und das Innenministerium in Thüringen hatte schon Bilder vor sich, GSG 9 oder irgendwas, versucht, diese LKWs zu stoppen und hat halt als Information rausgegeben, wir wissen es nicht, wo die sich gerade aufhalten. Und in Wirklichkeit war die ganze Zeit ein Funk-Telefonkontakt zwischen den LKWs und ja, Thüringer Innenministerium vorhanden. So, das war ernst gemeint, weil es gibt einen Präzedenzfall. Ich kann mich erinnern, ich war in der vergangenen Legislaturperiode zeitweise im Untersuchungsausschuss zu den CIA-Überflügen und Rendition und so weiter, Stichwort Murat Kurnaz und so weiter. Und da wollte die bremische Innenbehörde uns sämtliche Akten zu Murat Kurnaz,
der in Guantanamo ja festsaß und erst unter Angela Merkel und Wolfgang Schäuble wieder in die Bundesrepublik einreisen wollte, uns alle Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellen. Und da hat tatsächlich der damalige Innenminister, wir erinnern uns, wer das war, tatsächlich diesen Transport umgeleitet ins Innenministerium und diese Akten beschlagnahmt und geschwärzt. Und erst dann dem Untersuchungsausschuss zugestellt, der hat sich das damals bieten lassen. Dieser Untersuchungsausschuss hat sich das parteiübergreifend auf dieses Ansinnen nicht bieten lassen. Naja, der hat sich entschieden, wir suchen uns selber jemanden, der schwärzt. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Vielleicht diskutieren wir das später. Da hängt man an der Frage. Ich habe zwei Fragen, und zwar die eine, ich glaube im November ungefähr hat der Kenan Kolat ungefähr wortgleich in den Nachrichten verkündet, dass er das Problem von Rassismus sieht. Die Frage wäre jetzt, inwieweit die politische Aufklärungsbemühungen tatsächlich mit der türkischen, der griechischen, welcher auch immer Community zusammenarbeiten, weil meines Erachtens nach stand Kenan Kolat damals ziemlich alleine. So im medialen Regen. Und die zweite Frage betrifft eher die, ich sag mal, Perspektiven oder die Strategie der Aufarbeitung in solchen Ausschüssen. Weil mein Eindruck ist, dass in den Ausschüssen viele kleine Gesandte auch Sachen vorkommen, aber so in dieser Logik des Aufarbeitens oder in dieser Logik von Kleinen, die jetzt in den Medien oder in der Auseinandersetzung skandalisiert werden, auch der eine oder andere seinen Hut nehmen muss, aber das gesamte Bild eigentlich überhaupt nicht in den Blick gerät. Und die Frage ist, wie gehen Sie als Beteiligter an so einem Untersuchungsausschuss vor, genau dieses Bild irgendwie handelbar zu machen oder sichtbar zu machen? Oder ist es nicht so, dass eigentlich alles schon verpufft ist, bevor der Abschlussbericht aus den unterschiedlichen Ausschüssen veröffentlicht wird und dann, ja, dann ist er tatsächlich nur noch dazu da, den abzuheften und dann war's das. Also erstens das Wort Pannen kann ich nicht mehr hören und ich benutze es auch nicht in diesem Zusammenhang. Weil das suggeriert ja, dummi laufen irgendwie viele Zufälle. Das Ganze hat schon System und zwar von Anfang an, ohne dass ich jetzt sage, da gibt es die eine Ordnung in der Hand. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der auch meint, dass es das gegeben hat. Aber das liegt im System. Das liegt im System Verfassungsschutz, es liegt aber auch im System dieser Art von Sicherheitsarchitektur. Ich nehme jetzt nur mal so ein Beispiel, das ist für mich keine Panne, sondern das ist schuldhaftes Unterlassen. Das Bundesland Hessen. Am Tatort im Internetcafé in Kassel saß mindestens bis eine Minute vor der Tat und der Hinrichtung ein Mitarbeiter, kein V-Mann, sondern ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen und sorgte in diesem Internetcafé in privaten Angelegenheiten im Internet. Er meint, ihm ist nicht aufgefallen, dass zwei Wochen lang die Polizei in Kassel alle Zeugen, die sich am Tattag in Tatortnähe aufgehalten haben und irgendetwas wahrgenommen haben, bitte melden sollen, sondern die Polizei musste aufgrund von Zeugenaussagen diesen Beamten selbst ermitteln. Der war eine Zeit lang Haupttatverdächtiger bei diesem Mord. Der hat übrigens auch Quellen im Bereich Rechtsextremismus als V-Leute geführt. Der damalige Dienstherr sowohl der Polizei als auch des Verfassungsschutzes war natürlich der Innenminister des Bundeslandes Hessen, Herr Bouffier, heutiger Ministerpräsident. Und der hat sich damals, als es darum ging, ob die Polizei erstens direkt Herrn Temme, so hieß oder heißt der Mensch, ist ja inzwischen presseöffentlich, hat sich ja selbst ins Fernsehen begeben, entsprechend auch zu seiner Arbeit und zu seinen Abläufen vernehmen darf, gegen die polizeilichen Ermittlungen und für den Schutz der Strukturen oder der Einsicht in die Strukturen zur Arbeitsweise des Verfassungsschutzes entschieden. Und er hat auch entschieden, dass die Polizisten keinen der V-Leute, die er geführt hat und mit denen er auch am Tag der Tat Kontakt hatte, vernehmen durften. Da ging es nicht darum, dass die wissen wollten, was die V-Leute treiben oder welche Informationen die liefern, sondern die wollten natürlich Informationen in Bezug auf diesen Herrn Temme. Also im Zweifelsfall ging es immer um den Schutz des Verfassungsschutzes vor Mordermittlungen. Das ist auch dort auch so dargestellt worden. Was den Umgang mit diesen Dingen betrifft, wir werden Mut zur Lücke haben müssen,
Natürlich könnte ich jetzt noch viele Geschichten erzählen zu Skandalen und Skandierchen und was einem so alles bei den Ermittlungen begegnet. Also von Hellsehern, die eingesetzt werden von der Polizei oder anderen Ermittlungsmethoden. Wir werden in diesem Abschlussbericht auf all diesen Quatsch und Quark verzichten müssen, um genau diese großen Linien, von denen Sie hier reden, überhaupt darstellen zu können. Ich glaube, ich würde das da auch nochmal nachhaken wollen, weil ich glaube, die Frage ist ein bisschen falsch verstanden worden. Weil es geht ja auch darum, inwiefern haben jetzt diese Ermittlungsausschüsse eine selbstentlastende Funktion. Ne, mit diesem, was macht man damit, was für eine Perspektive haben Sie am Ende des Untersuchungsausschusses, was soll damit passieren? Und ist nicht tatsächlich der Effekt, da sitzen die Leute, die müssen sich damit befassen und wenn das abgeschlossen ist, dann können wir aber auch den Deckel zumachen. Ja, da hat der Kenan Kulat recht. Im Übrigen, Kenan Kulat, wie auch überhaupt der Vorstand der türkischen Gemeinden in Deutschland, sitzt und fast wieder Untersuchungsausschüsse zum Oben in der öffentlichen Sitzung. Und wir kommunizieren natürlich auch außerhalb der Untersuchungsausschusssitzung. Und diese Äußerung, die glücklicherweise in die Öffentlichkeit gekommen ist, einschließlich den Vorschlag, den er ja auch öffentlich im Bundeskanzleramt unterbreitet hat, nämlich einen Rassismusgipfel statt aller möglichen Islam-Integrations- und ich weiß nicht was für Gipfel einzuberufen, stammt ja auch aus diesen Auseinandersetzungen. Die Bundestagsfraktion Die Linke hatte in diesem Kontext nicht nur Kenan Kulat, sondern Vertreter unterschiedlicher Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich im Alltag auch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, eingeladen, ganz ausdrücklich nicht öffentlich, jetzt Anfang Dezember 2012, mit der Frage, was gebt ihr uns gerade in dieser letzten Phase auch mit auf den Weg, was wir nicht vernachlässigen dürfen bei der Formulierung des Abschlussberichtes, aber auch beim öffentlichen Umgang genau mit eben diesen Schlussfolgerungen, damit es nicht beim Abheften des Berichtes bleibt, sondern wir gemeinsam auch beraten, wie man hier eine Öffentlichkeitsstrategie möglichst parteiübergreifend und da, wo es eben nicht parteiübergreifend geht, dann abgestimmt mit den Initiativen, die dazu bereit sind, fahren kann, um über die Debatte im Bundestag hinaus und dem Vergeben einer Drucksachennummer für diesen Bericht einzelne Facetten dieser Untersuchung in die öffentliche Debatte zu drängen. Das wird also auch nicht mit dem Ende dieses Bundestages und der sogenannten Diskontinuität, der ein solcher Ausschuss unterliegt, also dass er nicht weitergeführt werden kann, nahtlos in der nächsten Legislatur abgeschlossen sein. Ich versuche es mal ganz kurz. Also ich weiß nicht, ob es ein Gesamtbild überhaupt gibt, also ob es das schon gibt oder ob es nicht viele Einzelbilder gibt und je nachdem, welcher Logik man sich anschließt, bildet sich daraus ein Gesamtbild. Also ich habe noch kein Gesamtbild. Ich habe immer mal wieder eine Ahnung von dem, was da im großen Ganzen dahinter stecken könnte. Ich gehe davon aus, dass es verpufft und zwar in zwei Teilen. Einmal, wenn der Prozess gegen Cepe beginnt, werden die Untersuchungsausschüsse in dem Moment fast irrelevant werden, jedenfalls was die Medien anbelangt, die dann höchstwahrscheinlich sich darauf stürzen oder sich darauf konzentrieren. Und damit bricht eine der Säulen weg und es bricht in Folge die zweite weg, nämlich die Öffentlichkeit, die sich weiter interessiert. Und dann, wenn der Abschlussbericht aus dem Bundesuntersuchungsausschuss kommt, was ja eigentlich eine Illusion ist, zu sagen, man könne im Sommer 2013 jetzt einen Abschlussbericht schon erstellen. Also das wird nicht möglich sein. Und damit wird hier nach außen dargestellt, okay, alles fertig, alles abgehakt, wir haben alles durchgearbeitet. Und wozu die Landesuntersuchungsausschüsse dann überhaupt noch sitzen, weiß ich nicht. Also wir werden da in Thüringen bis Herbst 2014 mindestens machen. In Bayern wird auch dauern, in Sachsen wird auch dauern. Aber es gibt einfach zu viele Punkte, die ab dem Moment, wo der Bundesuntersuchungsausschuss nicht mehr arbeitet, nicht mehr aufgeklärt werden. Da ist der Mord an Michelle Kiesewetter nur eines der herausragenden Beispiele, aber genauso auch in Rostock. Mecklenburg-Vorpommern gibt es bis heute keinen Untersuchungsausschuss. Also ich gehe davon aus, es wird verpuffen im Großen und ein Gesamtbild wird, glaube ich, nie jemand im Kompletten haben. Es gab noch eine Frage hier vorne. Ja, ich wollte das auch nochmal zugespitzt fragen. Also meine Beobachtung, was ich alles lese, würde ich sozusagen den Verfassungsschutz als rassistisch einschufen. Die Arbeit, also wie er arbeitet und aus seiner Geschichte heraus auch. Vielleicht jetzt als Mitarbeiter, die es nicht sind, aber ich denke, dass der Verfassungsschutz von Rassismus auf keinen Fall gefeit ist und dadurch eine große Schnittmenge mit der NSU hat. Und das habe ich auch nicht so, dass sie nicht nur verschlammt haben, sondern wirklich unter einer Decke stecken. Inwieweit wird das denn überhaupt
im Untersuchungsausschuss also anbringen war. Es ist ein Tabu zu sagen, all diese Pannen sind keine Pannen, wir stecken die mit der NSU unter einer Decke. Das ist überhaupt kein Tabu. Man muss es natürlich an der einen oder anderen Stelle nachweisen, aber es ist ja völlig übersichtlich. Ich nehme ein Beispiel aus den Akten. Wenn es also zwei Bundesländer offensichtlich unabhängig von Quellen den Hinweis hatten, die sind unterwegs auf der Suche nach Waffen, um weitere Überfälle zu begehen, impliziert das ja erst einmal, dass der Verfassungsschutz und diese Behörden wussten, dass die drei schon mit Überfällen befasst waren, kurz nach dem Abtauchen. Und zweitens, vorhin, ich habe ja gesagt, dass mir ein Staatssekretär heute noch sagt, dass er nicht weiß, wozu rechtsextreme Waffen horten. Die sind eben halt waffenaffin. So, und dann frage ich ja, was habt ihr mit der Information gemacht? Habt ihr die an die Zielfahnder in Thüringen gegeben, die zu der Zeit noch unterwegs waren? Habt ihr die ans Landeskriminalamt Sachsen gegeben, weil es auch einen Hinweis darauf gab, dass die ihren Lebensmittelpunkt im Moment in Sachsen haben an dieser Stelle? Habt ihr euch also darum gekümmert? Denn genügen die sich selbst und die haben offensichtlich die Illusion, wir haben es unter Kontrolle, weil wir es wissen. Oder haben noch eine, das ist das, was Katharina König eben andeutet, gelegentlich hat man das Gefühl, jetzt habe ich so ein ganz kleines Bild, was die eigentlich wollten. Oder was sie dachten, was sie mit ihrem Zugang zu diesem Bereich an späteren Informationen oder anderen Dingen noch erwerben können. Und dafür haben sie in Kauf genommen, dass sie unterwegs waren und meinetwegen Raubüberfälle begangen haben. Ich unterstelle ja nicht gleich, dass sie wussten, dass sie losziehen und im Grunde den ersten Menschen erschossen haben. Dafür habe ich keine Belege, aber ich möchte bei allem Pessimismus, den man ja durchaus an vielen Stellen teilen kann, also sagen, ich will zum Beispiel im Bundestagsuntersuchungsausschuss noch an den 11. Tatort kommen, nämlich nach Eisenach. Das heißt den Ort, wo die zwei sich selbst gerichtet haben sollen, am 4. November 2011. Wo sich wieder die Frage stellt, wenn ich sage, im Zentrum des Versagens stehen die Geheimdienste, wieder die Frage stellt, sollen Dienste unterschiedlicher Art sehr schnell am Tatort gewesen sein? Was hatten die an einem Ort, wo zwei gewöhnliche, Entschuldigung, Bankräuber aufgrund von ordentlicher Ermittlungsarbeit der örtlichen Polizisten gestellt wurden? Was hatten die da schon verloren? Und um den 4. November, wo die ganze Öffentlichkeit nicht mal das Kürzel NSU gekannt hat. Wir werden kein Gesamtbild bekommen, aber wir merken, dass wir mit zum Beispiel so einer Frage, wir haben jetzt im Untersuchungsausschuss Bund angefordert und jetzt tatsächlich auch bekommen, sämtliche Dienstreiselisten von MAD-Mitarbeitern und um den 4. November 2011, weil das Gerücht geht, dass der MAD kurz nachdem die beiden aufgefunden wurden, dort vor Ort war und auch eingegriffen hat. So, das heißt, dieser Bundestagsuntersuchungsausschuss hat diesen Verteidigungsminister ersten Schrecken eingejagt. Dann hat er gedacht, er könnte mit uns Katz und Maus spielen. Jetzt mussten sie tatsächlich diese Unterlagen zusammenstellen. Und es wird jetzt überprüft, wer halt aber wo, wie zumindest offiziell unterwegs war. Damit habe ich keine Gewissheit, dass nicht auch jemand inoffiziell unterwegs war. Aber wir sind zumindest oder versuchen, an dieser Stelle anzukommen. Ansonsten gilt dort dasselbe, was ich vorhin für die Polizei gesagt habe. Ich sage nicht, das sind alles Rassisten. Weil das Herangehen hat von vornherein rassistische Züge. Auch die haben die Hierarchisierung in der Betrachtung von Menschen, ganz deutlich. Und in der Einordnung auch von bestimmten Dingen. Wenn beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern die Situation so ist, dass sich die Polizei nach dem Mord in Rostock vom Verfassung, vom Landesamt für Verfassungsschutz hat sagen lassen, das war Ausschriftkriminalität, ermittelt mal in diese Richtung. Und mir der ermittelnde Polizeibeamte sagt auf meine Nachfrage, die Ämter dürfen auch gar nicht ermitteln für Verfassungsschutz, sondern das soll eigentlich ihre Aufgabe als Polizei festzustellen, in welche Richtung das geht. Er sagte, ja, aber die haben uns das hier geliefert und wir hatten keine Veranlassung, in eine andere Richtung zu gucken. Dann haben wir eben Rauschgiftkriminalität ermittelt und haben im Übrigen auch Beamte, die sich auf dem Gebiet auskennen, in die SOKO Kormoran, die das dort ermitteln sollte, aufgenommen und nicht etwa welche, die im Bereich Staatsschutz unterwegs sind und gegebenenfalls auf das Thema Rechtsextremismus oder Rassismus gestoßen werden. Das heißt, da sind die Schranken im Kopf schon so vorhanden. Ja, das ist ja auch tatsächlich dann nochmal ein bisschen jetzt ein Rundumschlag gewesen zu der These, die hier vorangestellt wurde, das Problem heißt Rassismus, was nicht nur ein behördliches Problem ist, sondern auch ein gesellschaftliches. Wenn jetzt keine dringenden Fragen mehr sind, würde ich das jetzt sozusagen schließen. Wir sind jetzt 2 Stunden hier. Wenn es noch dringende Sachen gibt, ihr seid auch noch kurz hier, oder? Ich bin auch.
bei Brauchen vielleicht. Ja, und ja, vielen Dank fürs Kommen. Und ich finde, man hat ein bisschen gemerkt, dass es natürlich trotzdem wieder ein bisschen am Thema vorbei war, dass wir natürlich doch noch nicht über das strukturelle Problem Rassismus als gesamte Ursache geredet haben. Wo man, finde ich, aber auch so ein bisschen sieht, dadurch, dass wir bei den Untersuchungsausschüssen sind, die das sehr zu einem technischen Problem machen von Versagen kann und so weiter. Und da wir, glaube ich, uns alle hier sehr unter diesem Eindruck stehen, ist es wahrscheinlich auch noch relativ früh, das tatsächlich anzugehen. Aber ich glaube, das Appell war klar, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich bedanke mich bei den Gästen hier auf dem Podium.